einen wunderschönen guten Nachmittag hier im Uniklinikum. Wir grüßen ganz herzlich zu unserem Sommerspecial. Wir sind heute nicht im Abacus-Gebäude, sondern wir sind heute im Haus 1, sind im Vorstandsbereich, wo hier immer die wichtigen Besprechungen abgehalten werden. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zwei besondere Gäste haben. Ja, zum einen, wenn ich mal mit meinem Superchef beginnen darf, ne, mit Professor Albrecht, Vorstand des Uniklinikums und jetzt auch seit 20 Jahren auch Vorstand hier. Ich bin ja auch jetzt seit über 20 Jahren hier bei uns in der Uniklinik und auch immer ein Förderer der MS. Ohne ihn hätten wir das hier nicht so gehabt, wie es dort ist. Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir werden gleich, wenn es um die Covid-Cartoons geht, uns ein bisschen darüber unterhalten und die Covid-Zeit bisher Revue passieren zu lassen. Und dann ganz herzlichen Dank, Phil Hubbe, dass du dir den Weg aus Magdeburg hinter dich gebracht hast und auch ein paar Cartoons mitgebracht hast. Und unsere Idee war jetzt eben halt, dass wir weniger das Fachliche, was ja sonst immer im Podcast thematisiert wird, sondern dass wir uns heute mal ein bisschen zurücklehnen können und anhand der Cartoons und der Geschichten, die wir in den letzten zwei Jahren erleben durften, dass wir da ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, gehen wir gleich in Medias Res, gleich mit dem Vortrag. Genau, dass wir das eben halt haben. Genau, wir werden das immer sehen, dass wir es reinlegen. Und das ist sozusagen der erste Cartoon, Phil, Herr Albrecht, den wir halt hatten, ne? Der ist im Januar 2020 erschienen oder hast du ihn veröffentlicht? Ne? Also wann haben Sie denn gedacht, Herr Albrecht, dass Covid uns so beschäftigt, wie es uns dann beschäftigt hat? Erst nochmal Hallo von mir, von meiner Seite. Ich bin ja sonst nicht dabei in dem Podcast. Genau. Hab das aber gerne gemacht. Einmal natürlich für unsere MS-Patienten, für Sie, Herr Zimsen. Jetzt sind wir wirklich 20 Jahre gemeinsam unterwegs. Zum anderen aber auch, weil das Thema Cartoon dann erstmal ein bisschen aufpusht. Ne? Also wir haben jetzt endlose Sitzungen gehabt, Nachbesprechungen mit der Politik, mit dem Bund, was wir denn alles richtig und falsch gemacht haben. Eigentlich kann man dann nur Depressionen kriegen. Insofern war ich ganz froh, dass wir jetzt den mal die Möglichkeit haben, das anhand von Cartoons zu machen, weil Cartoons, die haben ja so diese Geschichte, der nett verpackte Hammer zu sein. Ne? Also man muss ein bisschen nachdenken und dann merkt man das eigentlich. Man kann auch gemeiner sein, als man in der Realität ist. Ja, genau. Cartoons sind ja schon ein bisschen Verstärkung von negativen, aber auch positiven Cartoons, sind ja nicht primär negativ. Also insofern fand ich die gut, haben mir gefallen. Und so ein Thema jetzt mit Cartoons nochmal durchzugehen, finde ich schon interessant. Also deswegen habe ich gerne mitgemacht. Vielen Dank. Und wenn Sie mich jetzt fragen, hier zu dem ersten Bild, wann das war, mir war ja nicht klar, wann das gezeichnet war. Genau, oder so. War Ende Januar. Ende Januar 20. Ja. Kann ich jetzt wiederum genau sagen, am 16. Januar 20 hatten wir hier die erste Diskussion im Klinikum mit Fachleuten, ob denn die damals in der Presse aufpoppende chinesische Situation in irgendeiner Form uns hier erreichen würde und könnte. Insofern weiß ich es sehr genau, weil wir haben dann ein Corona-Tagebuch geführt und erinnere mich schon ab Mitte Januar. Ja, ab 16. Januar, deswegen weiß ich den Termin so genau. Es war nämlich da, wo diese Leichensack-Diskussion in der Tagesschau aufkam und die ersten Bilder kamen. Und insofern muss ich sagen, wir haben diskutiert darüber und ich gebe jetzt auch ganz klar zu, ich habe nicht gedacht, dass es uns betreffen würde oder in dieser Form beschäftigen würde dann die nächsten zwei Jahre. Also insofern ist das für mich ein Datum, das ich ins Hirn habe. Und das war auch dein erster Cartoon, den du zu Covid gemacht hast, glaube ich. Ne? Ja, bin mich ganz sicher, aber ich denke mal schon, also weil wirklich damals Thematiker, dachte man auch nicht, dass das so groß wird. Ja, man dachte, wie beim MERS damals, ne? Aber das hat uns dann ja auch relativ wenig tangiert. Ja, China ist weit weg und extra kann mich noch an. Berichte waren so Handyfilmchen, die auch dann in der Tagesschau auftauchten von
Leichensäcken, die weggefahren sind von Kliniken in Wuhan damals. Es gab auch erste Berichte, also ungefähr 2 Wochen später, von Kollegen aus China, die über persönliche Mails hier aufgeschlagen sind, und die klangen furchtbar. Ja. Also, war ein echter Horror. Aber weit weg, ehrlich gesagt. Wollen wir zum zweiten Cartoon mal gehen? Das ist dann schon etwas deutlicher, was dann die erste Reaktion halt auch war. Das war dann, glaube ich, ein paar Tage später, ne, wo wir dann praktisch die Situation dargestellt haben, wie sie normal bei uns links ist und auf der rechten Seite. Wann war das genau? Das war 29. Januar dann. Ne? Das ist gut aufgeschrieben. Ja, ich habe es extra aufgeschrieben. Ja. Genau. Ne? Und das hat dann auch schon gezeigt, dass da 29.2. war das. 29.2. Ja, eben, das muss Februar gewesen sein, weil da kam ja dann die Situation, gar nicht hier in Sachsen, aber München, München, Bayern, Baden-Württemberg, über die Ski-Ausflugs- oder Urlaubsheimkehrer, wo dann so eine Infektionswelle relativ ad hoc stattgefunden hat. Das war bei uns ja Mitte Februar, waren die Schulferien. Waren zum Glück vorbei. Ne? Waren die Sachsen ein bisschen verschont. Genau, und auch nicht so viele Skifahrer. Also es waren hier nicht so viele, auch am Wochenende zum Skifahren, wie von München aus oder von Stuttgart oder Freiburg. Und insofern, da war dann plötzlich klar, dass das hier ankommt. Es gab, dem Datum weiß ich nicht mehr genau, die Geschichte mit der Fabrik in Bayern, ja. Wo in der Belegschaft ein Ausbruch war. Wird, Schraubending, glaube ich. Devasto war das. Genau so war das. Und dann kam das relativ schlagartig hier an. Es gab auch so die ersten Hinweise, dass es dabei zu schweren Krankheitsverläufen kommen könnte. Das war, die haben wir auch diskutiert dann. Gab so die ersten Diskussionen mit den Virologen. Also ich kenne den Drosten ganz gut und andere. Wo klar wurde, es ist nicht Grippe, was da kommt. Ne? Insofern ist in dem Hatschi noch eine gewisse Verharmlosung. Ja, genau. Ne? Ja, ist aber, wenn die nicht mal genau wussten, wann sollten das machen. Nein, ja. Konnte es nicht. Und ich weiß, was es für Spekulationen gab. Und über schwere Fälle, die ersten, die es gab, von China bekannt, schwere Todesfälle. Damals war es aber schon so, dass man dann wusste, dass man eigentlich nicht genug Ausrüstung hätte oder dass das problematisch wurde. Oder also das war noch nicht gedrückt. Ja, war anders, weil ich dann gesagt hatte mit unseren Experten hier im Haus, pass auf, erstens, wo ist denn eine Teststation? Wo können diese Heimkehrer, wenn sie jetzt wiederkommen, zum Testen gehen? Weil klar war, das Problem Bayern, Baden-Württemberg, da war schon passiert. Ne? Die sind natürlich wiedergekommen, haben dreimal genießt, ja, und sind am Montag in die Arbeit gegangen, ja, und waren dann der Herd für die Ausbreitung. Und wir haben dann gesagt, pass auf, wir müssen eine Ambulanz aufmachen. Es gab keine. Es gab in ganz Sachsen keine Ambulanz. Wir haben die erste Corona-Ambulanz hier aufgemacht. Ich erinnere mich noch, es war dann nach unseren Schulferien, so Ende Februar zu, wo dann die Urlaubsheimkehrer hier einmal ums Klinikum standen und zum Testen zu uns gekommen sind. Also es gab keine andere Testambulanz. Ja. Hier im Haus 10, wir haben die Mauer durchbrochen nach außen, damit wir die nicht hier übers Gelände latschen lassen müssen. Ja. Also ziemlich. Das war alles noch, oder war alles noch PCR? Ne? Ja. Weil Antigen-Tests gab es gar nicht, gab es nur PCR-Tests. Am Anfang auch, wir mussten ja die Kapazitäten auch erst schaffen mit Wartezeiten bis zum Ergebnis von 6 bis 8 Stunden. Genau. Gehen wir weiter in den, Markus, bitte weiter in den März. Und da ist natürlich, weil Phil Huber natürlich auch viel für den Kicker macht, was natürlich dann natürlich mit den Geisterspielen, aber das war ja eine Maßnahme von vielen Maßnahmen. Ne? Es gab logischerweise dann in dem Moment, wo dann in Bayern, Baden-Württemberg beginnend über den Eintrag aus den Schifffahrtgebieten, ich weiß noch jeder Ischgl und das ganze Zeug, war vollkommen klar, die Diskussionsspreader, Superspreading-Events, also man überträgt das dann relativ heftig und rasch.
durch engen Kontakt in geschlossenen Räumen über klassische Tröpfcheninfektion. Und da kamen natürlich die ganzen Dinge, Maßnahmen, klar, Masken, erstaunliche Feststellung, es gibt keine. Ja. B, welche sollen es denn sein? Ja, FFP2 kam ja auch erst später, aber nicht, weil man nicht wusste, die wären besser, sondern es gab einfach keine verfügbar. Also ich kann mich hier noch erinnern, da hat man dann abends zu Hause Anruf bekommen von erstaunlichen Leuten, die man, mit denen man sonst nichts zu tun hatte, die einem am Parkplatz irgendwelche Maskenkisten übergeben wollten. Ja. Also plötzlich gab es viele Politiker haben ja Masken. Ja, das soll man aber es gab erstaunliche Maskenhersteller plötzlich und. Schutzkittel, genau dasselbe. Es gab keine Schutzschirme. Ich weiß noch, dass wir damals 3D-Drucker-Geschichten gemacht haben. Wir hatten auch im Uniklinikum, aber bei uns hatten viele Patienten, die auch selbst dann die Stoffmasken gemacht haben. Ja, und so weiter, ne? Also das Pflegekräfte war schon, haben ja, auch gemacht. Ne? Pflegekräfte haben genäht. Mein Lieblingsereignis ist die Spendenübergabe von Masken damals. Ja. Hatten wir ja auch eine Aktion hier im Haus. Also gab erstaunliche Dinge und viel Hektik, weil einerseits klar war, man muss jetzt schnell sein. Das war der Politik nicht so klar, aber uns war es klar. Also wenn, muss man vorher was getan haben, weil wenn das Schiff am Laufen ist mit einer Verzögerung von 14 Tagen, wir sehen ja an den Kranken, die dann in die Krankenhäuser kommen, Dinge, Fehler von vor 3 Wochen. Wir werden das gleich noch in der Inzidenz-Cartoon sehen, ne? Aber wenn wir jetzt in den nächsten Cartoon schauen, der stellt sehr schön eben halt die Problematik dar, die sich natürlich dann eingestellt hat, also der soziale Kontakt in Zeiten von Corona, nicht die Omi halt, wobei man muss schon sagen, dass es ja eigentlich gut war, dass wir diese Dinge hatten. Also, dass wir die Dinge haben, weil wenn das vor 20 Jahren passiert wäre, hätten wir nicht FaceTimen können oder uns auch zoomen können. Ne? Ja, und vieles ist ja unheimlich schnell gegangen, muss man ja mal sagen. Innerhalb von 2-3 Wochen waren Zoom-Konferenzen, die man vorher eigentlich ungern gemacht hat. Ja, nicht, weil die Technik nicht da gewesen wäre, sondern weil es nicht vom Hoch war. Erstaunt hat man dann festgestellt, ich kann vieles eben über die Formate machen. Das war nicht nur da so, das gab es ja auch in dem privaten Bereich dann relativ rasch und viel. Aber das war ja verfügbare Technik, die wurde ja nicht neu eingeführt, sondern plötzlich hat man die angefangen zu nutzen. Wir haben in der Zeit gelernt, unsere Mitarbeiter über Podcasts anzusprechen. Ja. Das ist richtig Information, ne? Genau. Haben wir aber nicht. Ja. Dadurch war man dann immer informiert. Wie verändert sich denn das Leben eines Cartoonisten an dem Lockdown? Ja, in dem Sinne eigentlich nicht groß. Also ich habe Homeoffice genauso gemacht, wie ich es sonst auch mal schon gemacht habe. Aber die Sache jetzt mit Zoom und sowas, ich mache ja auch Vorträge und Cartoon-Lesungen dergleichen. Da war auch immer das natürlich ausgefallen, solche Angelegenheiten, wurde dann auch teilweise über Zoom gemacht. Aber das ist natürlich ein bisschen andere Sache, wenn man keinen direkten Kontakt hat und sowas dann macht, als richtig, aber das waren so kleine Einschränkungen. Aber ansonsten für mich vom Arbeiten her hat sich eigentlich da erstmal nichts groß geändert. Ja. Ich meine, dann hatten wir den Wildtyp-Sommer, der ja eigentlich im Vergleich zu anderen Sommern relativ entspannt war, obwohl wir noch keine Waffen hatten. Ne? Und jetzt im nächsten Cartoon würden wir uns dann jetzt Richtung Ende des Jahres gehen. Das ist vom 13.11. Ne? Und da war das dann ja schon so, dass der Impfstoff sozusagen im Blick war und natürlich, wie hier lustig im Cartoon dargestellt, natürlich die Impfstoffverteilung, wie kommt wer an den Impfstoff? Ne? Wann? Ja, leider war es so, dass wir den ersten Sommer nicht adäquat genutzt haben. Ja, und zwar zu reiten, es gab nochmal eine Zeit. Da war noch nicht allen ganz klar, dass das damit nicht beendet ist. Also da haben viele geglaubt, dann ist es Schluss. Das heißt, wir haben viel Zeit verloren. Keine Zeit verloren haben wir in der parallel laufenden Impfstoffentwicklung. Also da hätte ich im Sommer nicht geglaubt, dass wir Ende des Jahres wirklich den Impfstoff haben. Also das war eine Meisterleistung, eine wissenschaftliche Meisterleistung und auch dann eine Produktionsmeisterleistung, auch wenn viel genervt wurde. Aber im Dezember, ich weiß nicht, wir haben den ersten Impfstoff am 25. Dezember bekommen, am ersten Weihnachtsfeiertag und haben am nächsten Tag hier angefangen zum Impfen. Ja. Also insofern war das toll. Eigentlich
extrem schnell und gut, nicht zu erwarten. Aber wir haben es nicht adäquat und gut vorbereitet. Wir haben die Bevölkerung nicht mitgenommen, richtig auf dem Weg, was dann passiert, wenn der Impfstoff da ist. Und bei der Einführung des Impfstoffes oder der vielen Impfstoffe, die es da gab, oder mehrere, ein bisschen Misstrauen gesät, indem wir falsche Kommunikationen haben, welcher Impfstoff für wen, Sie erinnern sich noch, der geht nur für über 65, plötzlich war dann nur für alle unter 65. Und die das weiter. Immer gegeneinander der unterschiedlichen, hast du ja auch dann nochmal dargestellt. Medizinern klar zu machen, was denn ein mRNA-Impfstoff im Gegensatz zu einem Impfstoff ist schon schwierig, aber Laien noch viel mehr. Ja? Und insofern, glaube ich, ist da schon so eine gewisse Misstrauensstimmung entstanden. Ja, die wissen selber nicht genau, was sie wollen. Da gab es viel Fake und viel negative Auswirkungen von Falschinformationen in den gleichen Medien, mit denen man viel Gutes tun kann, indem also da Dinge behauptet worden, die hanebüchen sind und echt. Ja, bevor wir dann nochmal auf die Impfung gehen, haben wir nochmal vom 8.12.20 haben wir nochmal einen schönen Weihnachtskarton, nicht, der so ein bisschen die Zeit brachte, ne, weil das war ja auch wieder Zeit des Lockdowns dann wieder, ne, wo gerade das passiert ist, was Albert gesagt hat, ne, dass eben halt nicht die Lehren im Sommer gezogen wurden und man ja relativ wieder voll reingerannt ist. Nicht? Also werden wir vielleicht ja am Ende nochmal dazu kommen, was können wir lernen für diesen Herbst. Nicht? Aber das zeigt sehr schön, wie man Weihnachten da eben halt verschlafen oder der Sommer verschlafen wurde, um das vorzubereiten. Also es war und es so in gewisser Weise befürchtet man das jetzt ja wieder für die nächste Winterzeit. Es war ja vollkommen unklar am Anfang, wie schnell Mutantenentwicklungen gehen. Es war vollkommen unklar, welche Mutanten entstehen und ob die dann schwerwiegender sind oder nicht. Und es war auch unklar, wie die Belastung des Systems als solches wird. Und es ist immer genau beide Jahre 2021 um die Weihnachtszeit dann Spitzenbelastung mit Patienten gewesen. Bei uns hier in Sachsen kam dann das Thema dazu, dass diese regionalen Wellen, ja, also es wird immer so getan, es gibt deutschlandweit immer gleiche Wellen, die waren sehr unterschiedlich, vollkommener Käse. Also einmal die erste. Ja, wir waren im Frühjahr waren wir relativ wenig betroffen. Ja, da waren wir wie in Bayern, ja. Baden-Württemberg, da 20 im Frühjahr das Problem war. Da weiß ich, habe mit Kollegen jeden Tag gesprochen dort, die nicht mehr wussten, wo sie die Intensivbetten herkommen. Bekommen sollen, haben wir die hier noch poliert. Ja. Also insofern gab es dann in den Weihnachtswellen das Problem, Eintrag hier in Sachsen aus Tschechien und Polen in erster Linie. Da waren auch die Mutanten uns voraus. Das bedeutet, wir hatten dann hier eine ganz andere Patientenentwicklung, als die dann in Bayern und Baden-Württemberg waren. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern war immer so ein bisschen außen vor, ja, sind vielleicht nicht so kontaktfreudiger und haben auch nicht so einen Eintrag vom Umfeld gehabt. Also insofern waren da große regionale Unterschiede. Wir haben immer frühzeitig gesagt, man muss die Pandemie steuern regional. Das heißt, man muss regional die Kapazitäten anpassen und regional die Ausbreitung. Dann ein sehr schönes Bild, womit wir dann praktisch den Impfstart legen. Das war jetzt am 18.12. war das gewesen, nicht? Wo dann Herr Spahn mit dem Staats- und hinten eben halt schön dargestellt, unser Aluhut, ne, der da schon nicht mehr hingeschaut hat. Ne, und dann wahrscheinlich links sollte ein Politiker sein, ne, der sich da so ein bisschen vorschummelt. Das, ne, oder? Das siehst du ja doch nicht. Okay. Ja, aber das ist schon, ne, das war schon auch ein Fußballer ist auch da drin, ne, mit Ball. Ne? Der mit dem gelben Trikot. Ne? Doch, stimmt. Ja, ja. Okay. Die sind natürlich auch wichtig. War natürlich auch wichtig, dass die dann geimpft waren. Ne? Ja gut, aber da man in dieser Unsicherheit ist genau das entstanden, dass das auseinandergebrochen ist. Misstrauen auf der einen Seite, organisatorische, logistische Probleme auf der anderen, also Verfügbarkeit des Impfstoffs. Dann hat sich unser System demaskiert, also die Problematik, wer ist dafür verantwortlich.
Streit zwischen dem ambulanten, dem stationären Sektor, wer darf impfen, wer da nicht, darf nicht impfen. Also wir durften als Klinik Nichtbevölkerung impfen, ja, was ich vollkommen idiotisch fand, dann bis die Impfzentren entstanden sind, ja, dann waren sie endlich da, dann war aber das Misstrauen schon so groß, wir haben welche besucht, ja, wo dann ein riesen Trara und Aufwand da war, aber wenig Leute zum Impfen und solche Dinge. Und ich meine, man hat das ja gesehen hier bei den Mitarbeitern, was man für hohe Impfquoten hier erreicht hat. Nicht? Wenn man die Mitarbeiter angesprochen hat, ja, und so, das ist halt günstiger, als wenn ich irgendein persönliches Impfzentrum nehme. Aber schwer auch, und eins ist vollkommen klar, es ist vollkommen egal, welche Art von Impfstoff, welche Art von Impfung. Sie haben immer etwa 25-30% Leute, die misstrauisch sind und sich nicht impfen lassen wollen. Wenn man eine Quote von über 90% erreichen will, muss man diese restlichen 20-25% bearbeiten. Und da geht es nur über gute Angebote, niederschwellig. Also im Prinzip musst du, wenn du in der Führung aus der Tür gehst, muss da schon einer mit der Spitze stehen. Du kannst nicht in die Trambahn einsteigen, wenn du nicht geimpft bist. Da haben uns andere Länder vorgemacht, in Israel konnte man dann in Clubs gehen oder in die Techno-Bar, wenn man draußen am Tapeziertisch sich vorher impfen hat. Uns kam das zu spät, ne, muss man sagen. Ja, das war endlose, also deutsch würde ich mal sagen. Ja, also, ja, ich meine, das trifft dann auch das nächste Bild ganz gut, das Anfang 21 eben halt drin war, Hase und Igel, nicht der kam Corona als Igel. Das gefällt mir wirklich gut, weil jetzt genau die Beschreibung ist, dass wir haben immer so getan, naja, es ist immer von Montag bis Freitag, ja, und Samstag, Sonntag ist nichts, und wenn Weihnachten ist und Feiertag, dann macht es für uns auch Feiertag, ist natürlich nicht so. Also insofern beschreibt es das wirklich schön. Wir waren immer hinterher und nie präventiv und die Forschung. Ja, der andere Igel schaut schon von hinten her. Ne? Das ja. sind dann da eben halt die Mutanten. Ne? Das ist sicherlich auch eine Sache, was man nicht voraussehen kann, ne? wie sich dann der Corona entwickelt. Ja, dann natürlich auch wieder nächstes bitte der gute alte Wilhelm Busch, der herhalten musste, natürlich mit den Maßnahmen, die halt da getroffen wurden. Ne? Und der anderen Seite, glaube ich, jetzt im Nachhinein muss man wahrscheinlich schon sagen, dass die Schulsituation schon wahrscheinlich nicht anders zu handeln war. Ne? Oder also, ich meine. Also, wie immer, also wenn wir jetzt mal ehrlicherweise keine Mittel in der Hand haben, gibt es jetzt keine spezifische Therapie, ja, und nur ganz brachiale Methoden, einfach dir eine Maske vors Gesicht und möglichst keinen Kontakt zu anderen zu haben. Das sind die zwei Maßnahmen. Was willst du dann machen? Das heißt, du hast einen Katalog von Maßnahmen und dann kam diese Endlos-Diskussion. Ist eine Veranstaltung mit 12 oder mit 15 oder mit 40 oder so richtig? Oder wir haben dann hier die Diskussion geführt, wenn denn die Kneipen geschlossen sein bleiben oder müssen, ab 20 Uhr oder ab 22 Uhr. Ja? Da kann man lang und weit diskutieren, egal was sie machen, es wird hinterher verkehrt sein. Also da wurden sicher Dinge gemacht, manchmal aus politischem Kompromiss heraus, wo man lange diskutieren kann, wo ist denn die Rationale dafür. Ja? Und wahrscheinlich auch wieder ein bisschen typisch deutsch, ne? Oder? Ja, ist ein bisschen deutsch ausdiskutieren. Wenn jeder darauf kocht, auf seinen Standpunkt begleiten. Und dann auch die Tatsache, ich meine, wenn ich nur zwölfer Gruppen habe, aber wenn ich mich jeden Tag mit 12 anderen treffe, dann ist das natürlich völlig sinnlos. Ne? Also muss man sagen, ne? Also dann kann ich auch also, mich mit 100 Leuten treffen. Man kann es sich ja angucken, ja. Wenn wir ein totalitäres System werden, dann macht man es so wie im Wuhan. Mhm. Dann gibt es eine Ausgangssperre und dann geht keiner mehr, darf keiner mehr auf die Straße. Bei uns gibt es endlos Diskussionen, ob man in eine Esskneipe darf, aber in eine Tanzkneipe nicht oder was weiß ich. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Interessenlagen. Und was halt auch bei den Schulen dazu kam, ich muss ehrlich sagen, mir hat damals sehr eingeläutet, dass man gesagt hat, allein der Verkehr mit den Kindern, werden in Schule gemacht von den Eltern, die gehen dann in die Schule, stecken sich an, stecken die Lehrer an, kommen nach Hause, haben, das wusste man frühzeitig, wenig schwere Verläufe, wenn überhaupt, gehen dann aber nach Hause und stecken Oma und Opa an, weil die nämlich zu Hause auf die warten. Und da haben wir dann genau die Risikopopulation. Also ich fand das
ganz okay und muss ehrlich auch sagen, war mal ein ganz guter Stresstest für die Schulen. Also was da in der Zeit an Digitalisierungsmöglichkeiten, an anderen Unterrichtsformaten mal eingeführt und ausprobiert wird, hätten wir per Zwang gar nicht hinbekommen. Und man muss sagen, wenn man das, also gerade, wir haben eine große Familie, wenn man das auch über verschiedene Bundesländer beobachtet, war Sachsen nicht so schlecht, nicht? Auch mit der Anzahl von Schultagen, die man noch gegeben hat. Und man hat sehr schnell gelernt, dass unterschiedliche Schulen sehr gut umgegangen sind damit. Ja. Natürlich war das eine Belastung auch für die Eltern in der Zeit, ja, wo die plötzlich zu Hause den Lehrer ersetzen sollten, was nicht geht, wenn man berufstätig ist. Also gab es natürlich viele negative Auswirkungen. Aber erstmal zu sagen, wir limitieren da auch, fand ich okay, das zurückzunehmen auch. Und ich glaube, das, was jetzt an Diskussionen steht, das hätte die Kinder dann sozial sehr geschädigt oder so, ist natürlich auch eine Frage, wie man mit dem umgegangen ist in der Zeit und was man hinterher gemacht hat. Ja, ist eine Sache. Nachher wird es immer alles besser, aber hier brauchen wir wirklich, wie Sie schon sagten, aufgedeckt, wo was fehlt in den Schulen. Also digitale Ausstattung und dergleichen wurde ihnen bewusst, wo was gemacht werden muss, richtig aufgedeckt. In dem Sinne, eventuell hofft man ja da vielleicht ein bisschen schneller, dass es vorwärts geht. Aber das sind so Sachen. Ich meine, das sehen wir jetzt sehr schön auch an einem Cartoon vom Ende Januar, den wir haben. Nicht, dass alle diese Sachen natürlich, also Corona hat gnadenlos unsere Defizite aufgedeckt. Ne? Und Oma auf dem Oma-Opa-Sofa sitzen die beiden, ne? und eben halt mit Impfgipfel und Lieferengpässen und so weiter und so fort, ist natürlich nicht förderlich für eine Virusbekämpfung. Ne? Aber ja, am Ende hat es auch jetzt, zumindest ist es soweit, quasi Verdruss produziert. Du konntest ja den Fernseher nicht mehr einschalten, weil das nicht eine Talkshow zu dem Thema war. Es war immer alles ganz negativ und ganz furchtbar und alles war falsch gemacht. Ja, man hätte ja wenig positive Nachrichten gesehen. Ich habe selten mal was gesehen, wie viele Tote haben wir denn mit welcher Maßnahme verhindert. Ja, da wird so eine nackte Zahl, ist da schwierig, weil die wird überlesen. Also mal klarzustellen, mit der Einschränkung, mit den Sozialkontaktseinschränkungen haben wir viele 10.000 Tote vermieden. Wenn sich jeder mal fragt, selber, ob es ganz gut ist, dass seine eigene Oma das überlebt hat, dann ist das dem vielleicht zu verdanken. Aber das muss man ja schon sagen, nicht? Also, wenn wir da, ich habe immer noch Patienten, nicht? Zum Beispiel eine Patientin, die in einem Heim in Pirna lebt, ne? War in der Welle war es so, da ist das halbe Heim praktisch gestorben. Also das sind, glaube ich, Dinge, die viele nicht so sehen oder viele nicht so wahrhaben. Ne? Wir haben schon vereinzelt Situationen gehabt, wo schon sehr, ne, wo viel passiert ist. Ne? Ja, wir haben, um das mal klar zu sagen, in der Zeit über die Leitstelle, weil wir haben die Aufgabe ja übernommen, nur für Dresden und den Raum Ostsachsen, das sind 36 Kliniken, in der Zeit 35.000 stationäre Corona-Patienten. 35.000. Das ist schon eine Hausnummer und ich behaupte mal, es ist keiner aus logistischen und Verteilungsproblemen, weil wir die Kapazitäten nicht geschafft haben, gestorben oder hat einen Schaden dadurch erlitten. Das muss man auch mal positiv festhalten. Und wir haben die Nächte erlebt, es war immer so, dass dann plötzlich, wir haben ja etwa 60.000 Heimbewohner, also die wirklichen Altenheime. Also mehr als in anderen Bundesländern, ne? Ja, viel mehr. Sehr kleinteilige Heimlandschaft, also Heime mit 30, 40 Plätzen nur. Und da gab es teilweise dann in der Nacht und wie immer dann Freitagnacht plötzlich 16, 17 Heimbewohner gleichzeitig schwerst erkrankt und in die Kliniken gekommen mit einer hohen Mortalitätsrate. Also da war eine Menge los und das ist auch an der Öffentlichkeit so ein bisschen vorbeigegangen. Ja, das hat dann dazu geführt, wir hatten ja Einbrüche bei uns in Kliniken hier, wo nachts wirklich sehr seltsame Leute in den Kliniken eingebrochen sind, um nachzugucken, ob es überhaupt Corona-Patienten gibt. Ja, also Fackelaufmärsche, ne? Das landen wir auch. Ne? Ja, wir haben im nächsten Bild so ein bisschen nochmal diese. Es war im April jetzt 21 so die Diskussion, was darf ich mit Impfung, was darf ich nicht. Ne? Also hast du sozusagen dargestellt, ne, die ein bisschen überspitzt. Überspitzt natürlich. Ne, also da muss ich ein bisschen nachdenken.
Ja, Eva, das ist eine Sache, die wahrscheinlich Montagabends bei uns gut ankäme, ne? In Dresden. Aber auch immer, was ich immer sehr schön finde, dass halt immer am Fenster schaut ein bekannter Gast eben halt heraus, nicht? Und eben halt auch sehr schön, da haben wir jetzt nicht dabei, aber haben wir auch gesehen, die unterschiedliche Art und Weise, Masken zu tragen. Auch das ist ja, haben wir gelernt, wie man auch seine, sich ausdrücken kann, was man da hat. Wie man die Maske eben halt trägt. Ja. Ja, nächstes Bild können wir gleich rübergehen. Das ist ein bisschen was, glaube ich, Herr Albrecht eben schon angewähnt hat, ne? Das ist eben halt die 100 hier, ne? Als Geschwindigkeitswert, hier natürlich die Inzidenzwert, nicht? Das ist natürlich die Frage, was ist wirklich der Goldparameter? Ich glaube, Sie haben ja eindeutig gesagt, dass die, oder auch so in Sachsen umgesetzt, dass die Belastung der Krankenhäuser letztlich dasjenige ist, das hat, glaube ich, auch die Politik hier in Sachsen verstanden. Ne? Ja. Ja, wir haben hier, muss ich ehrlich sagen, wenig Streit mit der Politik gehabt, weil wir den Rat gesucht haben und auch akzeptiert haben. Wir haben hier ein System eingeführt mit Beginn, also in 20 im Frühjahr, dass nicht die Inzidenz der Steuermechanismus für Maßnahmen sein kann, sondern eben die tatsächliche Krankenhausbelastung. Die nicht irgendwo eine Woche später festgestellt über komplizierte Wege, sondern die tägliche Erfassung, teilweise sogar zweifach. Und dann haben wir ja schon im Frühjahr 20, damals bei Beginn, ein Vorhersagetool entwickelt. Das heißt, wir haben der Politik immer gesagt, pass auf, heute ist die Fallwertenzahl so hoch, die Patientenzahl in den Häusern so hoch und in einer Woche wird die Situation aussehen so und in zwei Wochen so. Das heißt, wir haben wirklich eine Prognose gemacht. Und wenn ich jetzt 2 Jahre zurückgucke, kann man diese Prognosewerte mit den tatsächlichen Ist-Werten vergleichen. Und das macht mich ganz froh. Also wir liegen nicht weit auseinander. Also obwohl ja halt unterschiedliche Varianten auch damit dabei waren. Ja, weil das halt schon ein Unterschied ist, glaube ich, ob man Delta oder ob man, exakt, ob man Omikron ja, hat. Wir waren auch das Vorhersage tun, weil wir immer die Ist-Werte genommen haben. Wir haben sofort gemerkt, wenn jetzt zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Ist-stationären Patienten die Prognose für in 2 Wochen anders darstellt, wenn ich eine Delta-Variante habe. Weil das haben wir an den Ist-Zahlen sofort gesehen. Und das heißt, wir haben die Variantenkorrektur gemacht. Wir haben, was jetzt ja echt schwierig ist, in manche Hirne zu bekommen, die Morbidität, also die Erkrankungsschwere mit berücksichtigt, die war ja sehr, sehr unterschiedlich. Heute wird immer von Corona oder Covid oder sonst was geredet. Das sind unterschiedliche Krankheiten. Ja, also eine Alpha, eine Delta oder jetzt Omikron-Variante, auch mit den Untervarianten, sind komplett unterschiedliche Dinge. Und die werden immer in einen Hut geworfen. Jetzt wundert man sich erstaunt, dass Dinge, die man bei Delta getan hat, eigentlich jetzt nicht mehr passen. Ja, das ist eigentlich logisch. Ja, das nächste Bild. Wir gehen jetzt in den November 21. Ganz wichtiges Thema, Personal natürlich. Ne? Hier für unsere Patienten, nicht Herr Albrecht war oder ist immer noch mit Leib und Seele Anästhesist und Intensivmediziner, ich glaube, das verliert man sein Leben lang nicht. Ne? Deshalb hat man da auch die, und da ist natürlich die Situation und die Belastung war natürlich schon so da. Und da manche Kliniken sind da schon ganz schön an die Grenzen gekommen. Nicht? Ja, also wenn ich das Bild sehe, da habe ich den Geruch der Station vor Augen. Ja. Der Witz war natürlich, das war auch klar, dass die Erkrankung genauso nicht am Personal vorbeigeht. Das heißt, auch dann nochmal verschärft durch Quarantäneregeln, plötzlich hohe Abwesenheiten. Wir haben das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, weil wir unser Klinikum flexibel gesteuert haben. Das heißt, Stationen geschlossen haben, Personal umverteilt haben und so. Auch wenn es sehr aufwendig war, haben wir während der Gesamthöchstbelastung, wir hatten als Höchstbelastung 140 normalstationäre Patienten und fast 60 Intensivpatienten im Haus, nur wegen Corona. Trotzdem noch immer im Durchschnitt über das Jahr gesehen nur 5% weniger andere Krankheiten behandelt, weil wir sind ja nicht zur Corona-Behandlung da, wir sind ja sonst auch voll. Ja? Und das bedeutet, wenn wir unsere Klinik leer halten oder
nicht arbeitsfähig sind, leiden ja andere Patienten. Und die Probleme sieht man dann ein paar Wochen oder Jahre, vielleicht sogar erst später. Also insofern, glaube ich, war die Steuerung ganz gut. Wir haben es gut hinbekommen, obwohl wir manche Kliniken hatten in unserem Cluster mit 30-40% Personalauswanderung. Aber es gab doch auch, also ich meine, bei uns war das nicht so, aber es gab doch auch Kliniken, die das genutzt hatten und dann Betten vorgehalten hatten und dann die Prämien kassiert hatten, ne? Oder? Naja, das ist ja das ist eine Unterstellung, aber sagen wir so, eine Prämie, eine Leerhalteportale, die Idee war ja nett, wir fanden die nicht gut, wir haben im Klinikum eigentlich einen anderen Vorschlag gemacht, ja, ja. Weil das ändert mich so an die EU-Bauern-Mentalität. Wir lassen das Feld mal. Und nicht bestellt, dass dafür kriegst du Geld. Was passiert? Naja, die Nichtbestellung nimmt zu. Also wenn ich denn Betten für, Prämien für leere Betten anbiete, muss ich mich nicht wundern, wenn es leere Betten gibt in der Darstellung. Und es ist dann auch ökonomisch unsinnig, dieses leere Bett zu belegen, weil dann kostet es ja auch noch was. Während für ein leeres Bett gibt es Geld. Also der Anreiz ist nicht okay. Ja. Und das hat dann zu den Problemen geführt. Haben wir, glaube ich, gut kompensiert hier insgesamt auch durch die Steuerung. Also auch der Zusammenhalt, muss man sagen. Ne? Weil das war toll, ne? Wir haben mit den Kliniken hier, und wir gerade heute, wir machen ja immer noch diese Clusterbesprechung. Und da kommen die Fragen, die sind dabei, da gibt es ein Vertrauen untereinander. Weil wir gelernt und gesehen haben, da steht dann keiner alleine. Wir wollten Bergamo-Bilder vermeiden, ja, dass also Patienten sich auf dem Parkplatz stauen. Und das hier auch nicht passiert. Genau, und wir haben jetzt noch ein schönes Bild, eben halt auch aus dem November, wo ja wirklich auch Sachsen eher, wo schon Probleme hier waren, nicht? Wo dann ja auch Ministerpräsident eben halt Notbremse ziehen musste, ne? Und eben halt hier schön dargestellt, finde ich schon mit der Welle, die halt, ich glaube, das Prognosetool vorausgesagt hat, aber viele nicht gesehen haben. Ja gut, wir haben genau die Zahlen vorhergesagt, wir haben den Tag oder die Tage vorhergesagt, wo das kommt, und wir haben auch reagiert, insofern das war nicht nur hier die Landespolitik, das war dann auch eine bundesweite Aktion, die Kleeblattgeschichte, das heißt, dass wir Verlegungen in andere Bundesländer organisiert haben, das war auch so vorgeplant. Wir haben damals Dezember 21, genau wie Dezember 20, Runde 35 Intensivpatienten, also beatmete Patienten in alle Bundesländer geflogen. Und das ging ohne Probleme ab. Da hat man mit dem Wetter zu tun, weil ein Hubschrauber nicht fliegen konnte. Und das war ein logistisches Problem. Es war genau um die Weihnachtszeit, aber hat gut funktioniert. Und damit haben wir die Spitze abgefangen und haben auch voraussagen können, dass die Welle wieder abflacht und dass wir Beginn Januar auch wieder gut darstellen können. Bei dem Cartoon, wenn wir noch mal kurz zu dem Cartoon zurückgehen könnten. Phil, kannst du uns noch mal sagen, wer liegt denn da im Wasser mit dem Regenschirm? Oh, das, so genau wissen wir es nicht. Einfach das Bild gemacht, dass wir wirklich welche vergessen werden, mehr oder weniger. Das letztlich in dem Sinne auch wirklich, ja, und trotzdem mit dem Glauben hat, dass man, auch wenn man schon unter Wasser ist, noch Rettung ist, mit dem Victory-Zeichen so ein bisschen, das ist ja, Irrglaube gleich in der Gesellschaft ist, aber dass ich konkret sagen muss, dass diese Gruppe von Leuten dergleichen kann ich dir jetzt nicht bestimmen. Du stellst mir auf. Ja. Weißt du, wie alt ich bin? Das war ein großer blauer Fleck. Genau, wir müssen ja. Genau, wenn wir das nächste Bild sehen, das ist dann ein Thema, ne? Also was ja vielfach diskutiert wurde und gerade ja auch, wo hier im Osten von Sachsen wurde ja das auch mal in den Mund genommen, nicht? Das, ich glaube, das war in Zittau, nicht? Wo gesagt wurde, da wäre Triage nötig gewesen, ne? Aber ich meine, das ist das Wenige, glaube ich, was der Anästhesist und Intensivmediziner ganz, ganz am Ende machen möchte, ne? Also hier gab es keine in Sachsen, und unser Ziel muss sein, sowas zu vermeiden. Also wenn wir mit unserem Gesundheitssystem, mit dem Haufen an Geld und Ressource, was wir zur Verfügung haben, in die Situation kommen, Triage zu machen, dann haben wir viel falsch gemacht. Das ist ein Armutszeugnis. Und insofern, glaube ich, haben wir das sehr gut verhindert und vermieden. Es gab dann frühzeitig, gerade von Leuten, die keine Ahnung davon haben, Dinge, man müsste da jetzt Regeln aufstellen, was weiß ich, und Triage, Gesetze und Vorgaben machen. Natürlich absoluter Blödsinn. Triage ist eine absolute
Notgeschichte, wenn ich die Welle nicht kommen sehen habe und sie nicht vorhergesagt habe, mich darauf eingestellt haben. Aber wir waren nicht. War das dann, war das in Bergamo, war das richtig? Bergamo war so. Ja, ich war ein paar Monate später dort, bin da durchgefahren. Das war das klassische Beispiel. Die Kliniken, die wir immer dann in der Tagesschau gesehen haben, es war immer die gleiche, ja, wo die Rettungswagen alle auf den Parkplatz fuhren, die Klinik ein paar Kilometer weiter, wo es ganz leer war, wurde nicht gezeigt. Dort war eine hohe Auslastung, Überlastung, schlagartig. Auch damals mit den gefährlichen Varianten, mit noch hohen Sterblichkeit. Ne? Vollkommenes Fehlen von Schutzausrüstung oder irgendwelchen Ausstattungen. So viele ärztliche Kollegen, die da verstorben sind, in Bergamo, in der Umgebung, wenn man dahinter fährt, Richtung Mailand, da war fast in jeder Familie ein Todesfall. Da gab es auch extreme Schicksale und Verzweiflung am Ende, wenn man das gesehen hat. Und das war übel, ja, weil nicht klassisches Beispiel von ungesteuerten Aufprall auf einen Engpass. Ja. Und keine Steuerung, keine Ausstattung, keine Vorbereitung. Gut, dann gehen wir nochmal in den Dezember 2021 zurück. Dort war dann jetzt die Neckartun über die Bundesnotbremse, ne? Sogar Bundesverfassungsgericht geprüft. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die auch schwierig, glaube ich, ist in so einem Land wie Deutschland, nicht? Was föderal organisiert ist. Ne? Meinen Sie, dass das in anderen Ländern da besser läuft, wenn man Zentralisiertes macht? Hat Frankreich läuft das zentralisiert besser ab, als wenn man das eher föderal organisiert? Weil eigentlich war es ja sehr unterschiedlich auch in Deutschland, nicht? Auch vom Bundesland zu Bundesland. Also sagen wir so, es gab natürlich von Anfang an dieses Kompetenz- und Entscheidungsgerangel zwischen Bund und Ländern. Dann diese Haltung des Bundes, wir zahlen, dann schaffen wir auch an. Ja. Die deutsche Regelungswut, wirklich zentralisiert und juristisch abgeklärt und damit sehr langsam und immer hinterher. Auf der anderen Seite muss man klar sagen, wir haben ja vorhin schon gesagt, die Ausbreitung Corona ist ein regionales Geschehen, dem kann man gar nicht zentralistisch begegnen. Also in Frankreich, wenn man sich anschaut, waren wir nicht besser, auch über eine Zentrale, da sind die TGV, die Kranken gelegen und. Also ich behaupte mal, eine regionale Epidemie, die sich regional ausbreitet, muss auch regional bekämpft werden. Und dazu brauche ich nicht primär einen Zentralismus. Ich brauche allgemeine Vorgaben, Regelungen, was die Finanzierung angeht und. Ich glaube, gut waren die Regelungen, wie wir es hatten mit Clustern, da wird dann organisiert. Ja. Das war ja schon eine Form der Selbstorganisation, von dem, was da ist. Ne? Ja. Und auch dem politischen Mandat dazu. Also wir hat unser Freistaat, muss man klar sagen, die Politik, der AP, die Sozialministerin, alle gesagt, okay, wir haben das Vertrauen in euch, macht, wie ihr das richtig findet und ihr habt das Mandat. Ja. Das war schon was Besonderes. Das ist woanders nicht unbedingt so. Gut, dann gehen wir ins Anfang 22, wo dann der Neujahrs-Comic dazu erscheint, ne, wo man dachte, ja, irgendwann ist es mal fertig. Und ich meine, die Frage ist eben halt, die ich hier stellen möchte, Phil, glaubst du kannst das nochmal ändern in nächstes Jahr? Oder wird es nächstes Jahr genauso sein? Hoffen wir es mal nicht. Ich denke mal, es wird eh nicht. Nein, aber oder? Ich werde schon was anderes machen, aber ich habe die Befürchtung, dass sich die Situation noch nicht so sehr viel geändert hat. Ja, oder? Das war beim nächsten Jahreswechsel da. Ich glaube, dass es sich massiv geändert hat, weil so wie jetzt die gängigen Varianten sind, also immer unter dem, dass sich da nicht wieder was ändert. Ja? Also das, was der Lauterbach mal gesagt hat, hier, die Killer-Variante, ja, die Ansteckung von Omikron und die Mortalität von Delta hätte, ja. Was ich glaube, sich gegenseitig ausschließt, also eine Mutante kann es auch theoretisch nicht geben. Aber wie auch immer, wenn man jetzige
Variante annimmt, werden wir Ende 22 jetzt im Übergang 23 eine andere Situation haben als 20. Ich hoffe es auch. Also in dem Sinne bin aber beruflich bedingt eher pessimistisch. Für mich Nein, ich kann es ja noch auch nicht ausschließen, aber wir haben gerade heute mit den Clusterkliniken darüber diskutiert und ich habe gesagt, das ist jetzt echt meine persönliche Spekulation. Wir werden im November mit einem Mischmasch aus Omikron und Influenza-Welle zu kämpfen haben. Das werden wir gar nicht unterscheiden können. Ja. Nicht mal von den Symptomen her. Und wir werden mit den Problemen des Ausfalls zu kämpfen haben. Problemen des Ausfalls von Personal, ob nur im Krankenhaus oder bei der Polizei oder bei der Feuerwehr oder was auch immer. Das heißt, es gibt logistische Probleme. Aber ich persönlich glaube nicht, dass diese Killer-Variante kommt. Schwierige Patienten. Ich meine, was wir jetzt sehen oder was im nächsten Bild zu sehen ist, am 13. Januar, das ist eben halt dasjenige, das Omikron-Motto, ne? Schneller, höher, weiter. Inzidenzen schon dort, nicht aber eben halt, was wir auch gerade gesagt haben, eben halt nicht den Schweregrad der Erkrankung und dadurch natürlich auch wieder noch schwieriger, die Inzidenz zu beurteilen. Ne? Ja. Wir sehen doch jetzt Inzidenzen, wir haben mal früher erfahren, ist gestorben. Ja? Also die sagen eigentlich überhaupt nichts mehr aus. Noch dazu sind die Inzidenzen nicht vergleichbar mit dem Vorjahr, weil wir anders testen. Ja? Wir haben gerade heute nochmal geguckt, wie viele Patienten liegen denn jetzt in den sächsischen Krankenhäusern, sind rund 800 Normal-Corona-Patienten und fast 120 Intensivpatienten. 120 Intensivpatienten? Ja, aber jetzt, pass auf, ist ein dramatischer Unterschied gegenüber 2021. Das hätte mich beunruhigt, ja, zu der Zeit. Jetzt gucken wir darauf. In der Regel ist der Omikron-Befund ein zufälliger. Also die Leute sind nicht wegen einer Omikron-Pneumonie oder so, also einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen, sondern sie sind wegen was anderem ins Krankenhaus gekommen und per Zufall stellt man dann fest, sie sind auch noch positiv. Ne? Also die Verläufe bei Omikron sind echt einer Grippe sehr, sehr vergleichbar. Wir haben ich habe unseren nochmal durchgegangen, ist ja auch in der Literatur geguckt. Das, was wir klassisch hatten bei Delta und auch bei Alpha, diese Organbeteiligung, die Mikroembolisierung, das heißt die Lungenembolien oder auch in anderen Gefäßstämmen, das Organversagen und diese schweren Verläufe, die dann diese Todesfälle auch gemacht haben, das sehen wir überhaupt so nicht. Jetzt haben wir noch Ende Januar. Wir hatten eben halt Herrn Spahn damals als Gesundheitsminister mit dem Start der Impfkampagne jetzt hier Karl Lauterbach, wie er träumt von dem, was da halt ist. Ne? Und das ist natürlich auch schwierig, wenn man dann, wir haben ihn ja auch hier bei uns in Dresden erlebt, ist schon schwierig, glaube ich, wenn man den Spagat machen muss, praktisch zwischen Wissenschaftler, Politiker, ne? Weil er schon schwierig, das schwierig ist. Und das willst du, glaube ich, auch damit ausdrucken, Phil. Ja, gut, das ist schwierig. Ja. Also er ist ein Wissenschaftler primär, das muss ja kein Nachteil sein. Aber Politik ist halt was anderes als Wissenschaft zu treiben. Und es ist schon wahnsinnig schwer, jetzt da rauszufinden aus der Situation. Ja. Ja, weil da habe ich so eher den Eindruck, dass wir den Ausweggang nicht finden. Genau, da gibt es ja einen. Das sehen wir im nächsten Bild, ne? die Exit-Strategie, ne? Das ist natürlich die Sache, nicht? Also ich war jetzt letzte Woche ein paar Tage in der Schweiz und in der Schweiz gibt es ja überhaupt kein Covid-19 mehr. Nicht? Also trägt niemand mehr Masken, ist es komplett weg, ne? Von dem, was da ist. Ne? Also das ist auch ein Modell. Ja, Österreich kann man sich auch anschauen. Ja. Da kann man eben sagen, da ist ja nicht so, dass man Covid negiert oder Omikron-Infektion, aber man stellt, sagen wir mal, wieder in den richtigen Rahmen. Wenn ich sage, eine Omikron-Infektion ist einer Influenza-Infektion vergleichbar, da kommen wir ja auch nicht auf die Idee, Tests und sonst was einzuführen und Quarantänen und so.
Und ich denke im Moment, dass es schon gerechtfertigt ist zu sagen, ja gut, klar, wir werden Zunahme sogar noch sehen an Omikron-Infektionen, auch wieder in Wellen, immer wieder. Wir haben heute die Abwasserkonzentration auch gemessen. Wir sehen, dass die ansteigt, die ist doppelt so hoch obwohl wie im Mai. Obwohl die Inzidenz runtergeht. Ja, ist doppelt so hoch im Moment. Das heißt, es ist eine hohe Viruslast in der Bevölkerung unterwegs. Unsere Inzidenzen spielen das nicht wieder, weil wir ja keine flächendeckenden Teste überhaupt machen. Das ist ein Zufallsausschnitt. Aber ich glaube, es wäre gerechtfertigt, jetzt zu sagen, okay, wer krank ist, bleibt zu Hause, solange bis er wieder richtig gesund ist und dann geht er wieder arbeiten. Aber wir brauchen keine Quarantäne-Regeln. Genau, wobei ich habe zum Beispiel in Spanien, habe ich mit einer Kollegin gestern telefoniert, in Madrid, dort ist es auch so, in den Krankenhäusern bleibt man nur noch zu Hause, wenn man Symptome hat, nicht? Und ansonsten wird da normal verarbeitet. Na, aber, das wird ja nicht von allen gleich gesehen, ja. Und natürlich ja, kann man keinen Auslassversuch machen. Also wir können es nicht belegen. Also ich würde es ja zum Machen, einfach schlichtweg, um diese Unsicherheiten aufzuheben und auch nicht das Misstrauen noch mehr zu schüren wieder, weil dann gehen wir jetzt in eine Situation mit vielleicht einer notwendigen neuen Impfung dann im Herbst oder Winter dann. Und da sollte man halt auch so ein bisschen Ehrlichkeit verstreuen und sagen, ja, wir nehmen es jetzt mal so, wie es jetzt ist. Und wenn sich's ändert, wir müssen wachsam bleiben, dann müssen wir sofort wieder umschalten. Aber jetzt einfach alle alten Regeln aus den Alpha-Delta-Zeiten fortzuschreiben, halte ich nicht für gering. Ja, Phil, wir kommen jetzt in der letzten Zeit ein ganz wichtiges Thema, wo wir jetzt eins ausgewählt haben, ist natürlich das Thema Impfpflicht, was den Cartoonisten eben halt mit erledigt hat. Natürlich war es ja auch eine Sache, die politisch sehr diskutiert wurde und hier eben halt die Situation, die ja in manchen Einrichtungen schon so dramatisch zu sein scheint. Ne? Ja, nicht nur scheint, sondern klare Zahlen, die Belegungen deutschlandweit sind im Durchschnitt so um die 60% oder knapp drüber. Was ja nicht Ausdruck ist, dass es plötzlich nicht mehr so viele Kranke gibt wie vorher, sondern dass die Häuser nicht in der Lage sind, ein Normalprogramm zu fahren. Das betrifft uns auch. Wir haben gerade in den Bereichen OP, Anästhesiepflege, Intensivstation echt hohe Ausfallquoten, die mitnichten Corona-bedingt sind, zum Teil, aber eben bei Weitem nicht diese Werte ausmachen. Das heißt, jetzt kommen viele Dinge zusammen, so eine gewisse, das haben Sie da in dem Burnout, finde ich gut beschrieben, das ist eine multifaktorielle Geschichte. Es gibt schon so eine Stimmung, ehrlich, ich habe die Schnauze voll, ich will jetzt nicht mehr. Und die Arbeitsbereitschaft, Leistungsbereitschaft hat abgenommen, das betrifft so gut wie jede Profession, wird am deutlichsten sichtbar in der Pflege. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel nicht mehr in der Lage sind, die gleiche Anzahl von OP-Sälen mit der gleichen oder sogar mit einer höheren Anzahl am Personal zu fahren wie vor Corona. Wie sich das weiterentwickelt, wird man sehen. Auf der anderen Seite, muss ich sehen, wie eben halt da auch andere Dinge mit hereinspielen. Nicht? Also die letzten zwei Jahre natürlich bei uns klinikbedingt Sommerfest ausgefallen und was ich jetzt schon bei den Mitarbeitern mitbekommen habe, dieses Jahr das Sommerfest stattfindet. Ja. Bei den Mitarbeitern und dann auch mit einem schönen Thema. Ne? Also das sind so Dinge, ne, die dann schon, also die zeigen, wie wichtig das ist. Ne? Und da haben wir ja auch gesehen bei uns im MS-Zentrum, wie wichtig das ist, dass man ist viel zusammengerückt und man hat viel, trotz alledem, trotz Corona eben halt viel miteinander verbracht, auch viel Zeit investiert. Und das ist schon, ich glaube, da zeigt sich dann schon eine gute Truppe. Ne? Man muss jetzt dann auch nicht alles so schwarz reden. Man muss ja irgendwie mal wieder sagen, okay, komm, jetzt muss man da noch durch. Das wäre für mich jetzt auch so ein Punkt, wo man mal sagt, jetzt ist Corona vorbei. Ne? So nicht immer, und es wird alles noch viel schlimmer kommen im Herbst und dann kommt noch das und das. Das ist, glaube ich, wichtig, ist ein Stimmungsproblem. Absolut. Und wir dürfen in Deutschland das uns nicht kaputt machen. Und da muss man jetzt auch mal wieder positive Energie verspüren. Genau. Jetzt haben wir das nächste Bild, was nochmal den nächsten Kandidaten eben halt zeigt. Ne? Genau.
Ich kann keine positiven Bilder, ich kann keine Kultur, wenn ich jetzt hier Optimismus verbreite, dann wäre viel dran gehen, aber ich habe mich der falsche Einschritt gehabt. Aber ich meine, der geht auch gut. Ich meine, die Abendwochen sind auch genau, was jetzt stattfindet. Ja. Ne? Also, ja. Wenn gewisse Leute, die, sage ich jetzt mal, von der Corona-Situation profitiert haben für sich in ihrem Empfinden waren wichtig oder so. Und jetzt hört das auf. Ja, da sind die halt froh, wenn es jetzt einen Nachfolger gibt. Die Diktatur der Virologen, ne? Dann muss das dann eben halt weitergehen. Ja, wobei, das ist natürlich schon schlimm. Auf der anderen Seite beschreibt das auch diese Stimmung der Leute. Und es kommt dann noch eins dazu. Wir sind aus dieser großen Krise, aus dieser großen Stimmungskrise, kommen raus und dann kommt diese Kriegssituation dazu. Und es kriegst du ja auch noch jeden Tag gesagt, wer weiß, ob du im Dezember noch deine Wohnung heizen kannst oder so. Also das bedeutet, die negativen Einflüsse und so dieses Perspektivlose wird ja massiv verstärkt. Ja, es ist die Untersuchung, dass negative Nachrichten erstmal länger im Raum stehen bleiben als eine positive Nachricht. Kommt viel mehr als Schlagzeilen. Ich glaube, die Bildzeitung würde sich sicherlich nicht so gut verkaufen, wenn da nur positive Nachrichten wären. Ne? Ja, da kann man jetzt lang spekulieren, welche Nachrichten weitergehen. Ich bin immer noch der Meinung, positive Nachrichten verkaufen sich auch gut, wenn es die richtigen sind. Ja. Genau, also vorletztes Bild haben wir. Da ist so ein bisschen nochmal das Thema, aber das hat der Albrecht ja schon angesprochen. Das ist, glaube ich, das Schwierige in der Pandemie ist, glaube ich, dass man wirklich, dass man steuern lernt, ne? Und dass man, glaube ich, die richtigen Tools halt hat, ne? Und dass das, was vielfach gesagt wird, Inzidenz testen, das ist, glaube ich, sowas jetzt wie zum Beispiel die Abwasserkonzentration, dann Dinge, natürlich Überlastung im Krankenhaus. Wie ich da stehe und höre, ständig vor den Wert der Inzidenz, also wie wichtig der Wert ist, auf einmal höre ich dann aber, ist gar nicht wichtig. Und dann das ein Laien zu erklären, die Mediziner schon rumhandeln, was ist so wichtig oder nicht, das dem klar zu machen, die ständig diese Begriffe vor sich haben, logischerweise irgendwann sagen, jetzt aus, vorbei. Ich weiß gar nicht, was manche Zeitungen machen, wenn diese Deutschlandkarte mit den Inzidenzen nicht mehr da ist. Nicht? Also das ist ja eine Seite, wo alles dann drin ist. Ne? Und ja, das gaukelt halt so eine gewisse Art von Sicherheit vor. Ja. Jetzt muss man klar sagen, wenn ich nichts anderes habe, ist Inzidenz auch was. Ja? Aber es ist ja nicht völlig nutzlos, aber es ist natürlich der Zusammenhang, wie Sie gesagt haben. Dass die sagt, es steigt was oder es sinkt, aber es ist schon wahnsinnig schwer, dann zu sagen, ab einem gewissen Inzidenzgrenzwert passiert das oder das, weil das kann man eigentlich nicht erkennen. Ja. Und deswegen haben wir ja gesagt, pass auf, Inzidenz hängt ja auch immer davon ab, wie viel wird getestet. Wenn ich nicht viel teste und die falschen teste, ist die Inzidenz niedrig, obwohl die Infektionsrate sehr hoch sein kann. Und dann haben wir gesagt, objektiv ist eigentlich die Ausschallung, wenn so eine Stadt, eine Bevölkerung, eine Population Viren ausschaltet, dann muss die Viruslast im Abwasser ziemlich objektiv widerspiegeln, wie die Infektionsrate ist. Und das tut sie auch, aber wir haben methodische Probleme, weil das kann man zwar messen, aber das kann man sich vorstellen, die Ortskonzentration ist extrem gering. Wir müssen das Eindampfen, das Abwasser. Und dann hängt die Konzentration in dem Abwasser natürlich auch davon ab, hat es gerade viel geregnet oder nicht. Also wie ist die Abwassereinspeisung überhaupt? Das heißt, sie müssen die Verdünnung kompensieren. Daran arbeiten wir seit 2 Jahren gerade. Heute haben wir uns das angeschaut, weil ich gesagt habe, also wenn jetzt der Wert doppelt so hoch ist wie im Mai, will ich eine Erklärung dafür haben. Ja. Und wir müssen ausschließen, dass es methodisch bedingt ist, weil wir jetzt keinen Regen haben. Und das bedeutet, die Konzentration deswegen allein schon ansteigt. Also da gibt es schon noch Schwierigkeiten. Ich halte aber trotzdem die Abwassermessung für sehr valide. Ja, und ich würde die als Frühwarnsystem immer machen, weil dann brauche ich nicht darauf warten, wann wir wieder zu testen anfangen. Sondern ich monitore einfach immer das Abwasser und wenn ich da einen Anstieg sehe, dann denke ich, oh Gott, da passiert irgendwas. Dann kann man die anderen Sachen gut überlegen. Was wären die Punkte, wo Sie empfehlen werden, dass man testen sollte aktuell? Naja, wenn man eine hohe Symptomatik sieht, viele Infizierte, wenn wir viele Infizierte sehen mit schweren Verläufen, die nicht dann werden wir sehen, dass die Abwasserkonzentration ansteigt, dann würde ich genau alle alten Dinge wieder reaktivieren. Dann müssen wir wieder. Dann fangen wir unser Cluster wieder an. Aber wir haben es jetzt schon viele Male geübt, also wir können es jetzt ganz gut. Dann nicht. Ich meine, wir haben jetzt als Abschlussbild, muss natürlich sein, was jetzt im Juni kommt, was natürlich positiv sein muss, ne,
als Cartoonist, ne, von dem, nein, das ist ironisch gesehen, ne, als Cartoonist muss man ja immer die Welle sehen, wobei man muss sagen, dass die Welle noch deutlich weiter weg ist, als das im November war. Ne? Und ich meine, der motivierte Sandburgbauer, nicht, das ist auch... Ja, ich meine, es gibt Diskussionen. Wir haben ja zum Beispiel Auswertungsgespräche gehabt mit dem Bund. Da gibt es ja den General Breuer, der mit seiner Truppe durch die Länder zieht, überall guckt, wie es gelaufen ist. Und es gibt Schlussfolgerungen, das wissen die meisten gar nicht. Also ab 19. September wird bundesweit das erfasst, was wir in Sachsen gemacht haben, nämlich die tägliche Meldung der freien Betten wird gemacht. Das ist ganz nett. Ja. Ich finde, ja, ein bisschen Aktivismus, weil wenn das dann wieder so verzögert passiert, und ich weiß nicht, ob es was nutzt, wenn das RKI schreibt, wir haben jetzt im Durchschnitt so und so viele freie Betten, wird das nicht viel zur Steuern beitragen. Aber sagen wir so, man lernt dazu. Ich denke, dass wir die Tools haben, wenn wir die vernünftig anwenden, werden wir erkennen, wenn sich so eine Welle ausbildet. Ich bin sicher, dass unsere Prognosekraft mit den 14 Tagen funktioniert. Und werden wir dann auch wieder einführen. Also gehe jetzt ziemlich gelassen auf den Herbst. Schön. Na, ich denke mal, das sind doch ganz positive Entwicklungen. Danken sehr, dass Sie mit uns nochmal durchgegangen sind und uns begleitet haben. Ich habe auch nochmal, jetzt könnten Sie mir nochmal, ich habe extra nochmal, damit Sie eben nächsten Jahr jetzt aber nicht mit Covid. Das ist kein Covid-Cartoon. Wir gucken mal drauf, das ist ein Handicaps. Wo da Handicaps auch extra signiert, ne, von dem, was da ist. Ne, das ist, was wir jetzt gleich ja noch zu zweit besprechen werden, was ist, was eben halt ist, wenn man Behinderung eben halt mit den Cartoons beschreibt. Aber ich denke, das war nochmal wirklich ein schöner Sommerpunkt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, ne, auch das. Auch das andere Auditorium hier bei dieser OI, aber sehr schön, dass Sie da waren und eben halt auch, ich meine, ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich glaube, es zeigt wirklich, wie Strukturen arbeiten. Wir haben es zum Beispiel bei uns geschafft, dass wir 90% unserer Patienten davon überzeugen konnten, sich zum Beispiel impfen zu lassen. Ja. Dass in einer Impfpopulation, eigentlich sind die MS-Patienten ja eher sehr impfkritisch. Ja, ist schon so, weil man denkt immer, Impfung löst Schübe aus, nicht? Das haben wir ja viel bei den Autoimmunerkrankungen gesehen und man hat eben halt bei den Sachen gesehen, glaube ich, wie wichtig es ist, da wirklich zusammenzuarbeiten und ich glaube, das ist dasjenige, was man, glaube ich, aus der Pandemie mitnehmen sollte. Ja. Nö, werden wir für die Zukunft nutzen. Ich danke auch. Ja, danke. Also machen wir es gut. Ne? Genau. Wir gehen jetzt zum zweiten Teil über. Genau. Dann sagen wir mal Tschüss, den Wechsel hier. Ja, Phil, jetzt unter uns. Jetzt gehen wir eben halt über die, eben halt schauen uns noch ein paar von deinen schönen Cartoons an, die du uns mitgebracht hast. Und wir haben ja gesagt, wir reden über Covid, aber wir reden eben halt auch über deine Möglichkeit, eben halt ja, Dinge auch zu thematisieren, die du, ja, die dir wichtig sind. Ne? Weil ich glaube, das Thema Behinderung ist wichtig, dass du das irgendwie mit dem Cartoon thematisierst. Ne? Ja, es ist mittlerweile mein Hauptthema, was ich bearbeite, sagen wir so, aber hat ja auch eine Weile gedauert, bis ich damit angefangen habe, das zu machen, die Thematik zu bearbeiten. Aber letztendlich hat es sich ergeben. Und da ich ja als selbst Betroffener aus eigenen Erfahrungen was schöpfen kann, ist das dann schon ganz gut. Ich meine, wir haben hier, glaube ich, ein älteres Cartoon von dir, ne? Was, oder? Ein älteres, ja. Wo in dem Sinne eigene Erfahrung, sagen wir so, also weil die Leute immer denken, im MS, da müsste man im Rollstuhl ständig sitzen, aber das sind die Krankheit mit den 1000 Gesichtern, wo unterschiedlich dann natürlich dann die Symptome sind oder die Auswirkungen. Und passt du aus wie du, ne? Ja, hast du dich selbst gezeigt? Also, ja, also der Brillenträger bedeutet und dergleichen, ja. So. Also es ist, wie gesagt, auch wirklich eigene Erfahrung, weil ich dann oft erlebt habe, dass sind dann Leute ganz erstaunt sind, die sitzen nicht im Rollstuhl. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, ne? Diese Öffentlichkeitsarbeit und da auch eben halt, da auch durchaus die sozialen Medien zu nutzen, dass man ja, da eben halt darauf aufmerksam macht. Ne? Ist ein Punkt, wo ich aber selber ein bisschen überrascht bin, dass es aber wirklich so ankommt und zumindest auch so eine Bedeutung hat für andere Betroffene. Für mich war es einfach erstmal so, ja, lustige Bilder zeigen, Cartoons sind der Angelegenheit. Und dass das nun aber dann so die Wirkung hat, freut mich. Und
Okay, ja. Ja, und ich meine, wir werden ja sehen, du bist ja auch bei manchen Dingen gemeiner. Ne? Boah, was war bei gemein in der Sache? Das ist eine Spielerei, die ja ersten Sachen mit gewesen, weil mit den Buchstaben im S man ja eine Menge machen kann. Ja. Also da war das dann, logischerweise taucht das überall auf und da war das ist auch ein relativ alter Cartoon. Genau, mir gefällt am besten ABS, ne, von dem, was sich da unten zeigt. Ne? Also der Rollstuhl mit ABS, das war eine ganz bedeutende Rolle. Und dann natürlich auch die, was ja auch so ein Lieblingsthema ist, die Analogie zum Alkohol. Ne? Das taucht auch häufiger bei. Ja, taucht häufiger auf. Und ich muss auch gestehen, dass ich, als ich damals die Diagnose bekommen habe, ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken und zumindest da aufgehört habe. Weil diese Verbindung ja immer war, man geht unsicher und man wackelt und das ist natürlich eine Mess. Und dann rennt man in der Öffentlichkeit damit rum, dachte ich mir, okay, dann trinke ich lieber keinen Alkohol mehr. Ich habe vorher auch nicht viel getrunken, aber dann habe ich wirklich gar nichts mehr getrunken. Bis mir mein späterer Arzt und Freund dann gesagt hat, das ist doch Quatsch. Und seitdem trinke ich auch wieder ein bisschen Alkohol. Also das ist in dem Sinne, war so eine erste Reaktion, die natürlich dann... dass relativ der Neurologe relativ gut wegkommt, ne, von den Dingen. Jetzt das nächste Bild, ne, der Neurologe, ne, wo dann der Patient sagt, ja, der ist ja ganz schön alt, ist mehr ein Altrologe. Ne? Ja, das ist eine kleine, eine harmlose Spielerei. Also bin ich ja noch froh, dass wir Neurologen. So ganz so weit ist es ja auch noch nicht, ne, von dem, was da alt ist. Ne? Aber der Altrologe tauchst du ja häufig auf den Zeiten. Ja, aber speziell für den Podcast, ne, von dem, was da halt ist. Ne? Aber dass wir das eben halt mit drin haben. Ne, dann sind natürlich bestimmte Symptome, sind immer ein wichtiges Thema. Ne? Also wie zum Beispiel dieses Kribbeln oder die Parästhesie. Ne? Und also, ja, das sind dann natürlich so Insider-Witze, wo natürlich der Außenstehende, der mit der Krankheit... Ich glaube, als Nicht-MS-Patient versteht man das nicht. Ne? Ja, deswegen, das sind so Insider-Sachen, wo dann eben so eine wirklich große Betroffene das dann mitbekommt. Wo ich versuche aber möglichst einfach so darzustellen, dass eigentlich auch ein Außenstehender, also der nicht damit zu tun hat, dass er keinen Bezug zu hat, so einigermaßen begreifen kann und vielleicht versteht. Und das klappt auch nicht bei jedem. Ja. Und jetzt zum Beispiel das nächste Bild, was wir haben, finde ich, das ist schon hart, ne? Oder? Ja, findest du? Ja. Gut. Aber es ist ja gerade, wo ich relativ schwarz bin und zumindest relativ schwarzen Moor einsetze, dass das gerade bei denen am besten ankommt, denen es am schlechtesten geht oder die am schlimmsten betroffen sind. Die finden gerade die schärfsten Witze am besten, wo ich selber überrascht bin, wo ich mir vorher überlege, kann ich das machen oder nicht, kommen gerade die am besten bei denen, an denen es am schlechtesten geht. Also wenn ich auch so überlege, mit ALS-Patienten Cartoons gemacht habe, weil ALS ist eine tödliche Krankheit und die machen sich immer eine Witze, lachen sich kaputt oder wollen sogar noch mehr ALS-Cartoons haben, wo ich da vorsichtig bin mit dem Thema. Also das ist gerade auch eine Sache, dass das dann wirklich... die vielleicht noch mehr Verständnis dafür haben, denen es am schlechtesten geht oder zumindest schlechter geht als andere. Gut, dann haben wir im nächsten Bild nochmal das Spiel mit Autoimmunerkrankung, ne? Oder ja, mit Bus und Bahn. Ne? Ja, ich fahre auch Bus und Bahn. Genau, genau. Ich bin Autoimmunkrankheit. Genau, deshalb fährst du kein Auto. Ne? Weil das halt ist gut. Ne? Das ist dann auch schön. Aber ich meine, das Gute ist eben halt, glaube ich, dass man mit so einem Begriff der Autoimmunkrankheit, was ja auch nicht so häufig verwendet wird, dass man da jetzt schon lernt, wie kann ich das thematisieren. Ja, das ist eine Sache, weil ich nicht im Kopf habe. Aber du hast recht, die Leute fragen dann vielleicht doch nach, was ist eine Autoimmunkrankheit und haben dann Bezug dazu vielleicht. Und also in dem Sinne so im zweiten Schritt ein bisschen Aufklärung. Aber ist aber nicht meine Aufgabe gewesen in der Hinsicht. Das war einfach... Gut, dann, sich an die Thematik. Dann haben wir als nächstes nochmal das Alkohol. Ne? Weil deshalb meinst du ja... Ja, also... Ne, weil, wobei der die... gerade die Zeichnung von dem Alkohol, da müssen wir mal überlegen, wie wir Alkohol in den Podcast bringen können. Weil das ist ziemlich authentisch, ne? wie der so schaut. Das kann ich jetzt nicht so aus eigener Erfahrung zurückgeben, das glaube ich nicht. Und dann sind wir natürlich bei medizinischen Interventionen, ne? Mit der Blutwäsche ist natürlich schon... Ja, aber das gibt es doch. Ich meine, ja, absolut. Von daher... Absolut, aber es wird weniger Waschmaschine verwendet, muss ich sagen. Ist aber Innovation, vielleicht, ja, ich weiß es ja noch nicht. Ich muss davon ausgehen, dass ich als Kalkulturist, als Patient... Nein, muss ja. Ist ja einfach verständlich für den Rezipienten, für den Empfänger, der das sieht, muss ich das ja sagen. Absolut. Ich glaube, ich würde zu Hause ziemlich Ärger kriegen. Ja, und, okay. Ja, wenn er das ganze Dracula-Blut eben halt herausläuft.
Deine nächsten, ich glaube, das ist einer wirklich der ersten, weil die ersten Zeichnungen habe ich schwarz-weiß gemacht immer noch und die Farbe kam erst später. Und das war so ein Punkt, weil diese ganzen ausgedachten Methoden, was es da gibt, und da war dann Ansammlung eben mit Diät, gibt es von der Schlanke und dergleichen. Aber eben halt auch der Suizid, ne? Ja, ich habe ganz gerne, ich meine, das andere wäre alles ein bisschen zu brav gewesen, sagen wir so. Also ich habe es gerne noch ein bisschen Tuck drauf doch zum Schluss und da ist dann natürlich der Suizid bietet sich an und bietet sich an, klingt ein bisschen blöd, aber es ist. Und was ist dann das Echo, was man da bekommt? Also ich, negatives Echo bekomme ich gerade bei solchen Zeichnungen eher wirklich immer wieder, was ich auch sage, von Nicht-Betroffenen. Also die Betroffenen selber gar nicht. Also die eher, dass ich da wirklich so hart sein darf oder. So hat es eben auch nicht, aber zumindest, dass ich dann das ruhig so darstellen darf. Das sind andere, die immer denken, sie müssen sich schützen vor den Behinderten stellen oder den Betroffenen und sagen, es geht doch gar nicht und sowas. Obwohl sie selber natürlich klar heimlich lachen, wenn sie nicht beobachtet werden, was genauso albern finde. Aber richtig Protest habe ich eigentlich wirklich nie so bekommen. Also es, ja, ich meine, weil es natürlich uns auch zeigt, wo wir nicht hinwollen, ne? Was wir eben halt. Ja, also, es riecht aber, denke ich mal gerade, dass man aber, wenn man in einer schlechten Situation ist, oder zumindest in wirklich, meinetwegen die Krankheit hat, dann auch ein bestimmtes Stadium, dass man doch irgendwie, ja, das ist eine Sache zum Humor, den Witz, der Großteil noch hat. Also viele gibt es natürlich auch welche, die ja mit nichts anfangen können, aber das ist doch oft eine Auffassung vom Humor, wie viele dazu stehen und nicht, aber trotzdem. Denke ich, muss so die Humor ruhig. Also ich möchte keinen braven, also keine brave Zeichnung machen. Und dann vielleicht für alle, die alle gut finden, dann ist das falsch. Und das nächste Bild ist, glaube ich, auch wieder. Ist ein bisschen älter, aber das ist nochmal mit den 1000 Gesichtern. Das ist der Punkt dann, wo eben. Aber hast du auch wirklich der sieht auch wirklich gut aus, musst du sagen. Ja, das also dass manche Leute, die haben wirklich auch, da ist die Intellektualität mit drin, ne? Ja. Wie hat man das gesagt, die 5% Gehirnvolumen geht immer relativ zurück, auch gerade beim S-Patienten extrem. Und ich meine, hier würde ich eher einen Zahnarzt empfehlen, ja, ne? Ist okay, oder? Ja, neuen Optiker. Optiker und Zahnarzt. Und dann natürlich die Lockenwickler, ne? Was man gar nicht mehr kennt. Das habe ich gesagt, das stimmt, das sind Zeichen für die alten Zeichen schon jetzt. Also ich habe früher oft dann Frauen. Hast du Frau mit Lockenwickler? Gibt es ja gar nicht mehr. Ich meine, so wie gibt es gerade den Ärger von Leuten, die sagen, das darf ich gar nicht mehr machen. Ich muss auch aufpassen, gendermäßig da richtig. Absolut. Da wobei es gibt auch Männer mit Locken. Ja, doch. Das ist, ja, also, wenn du haben willst, dann musst du. Ne, ich muss aufpassen, also deine Dinge halt schon. Gut, nächstes Bild ist, glaube ich, dein altes. Ich bin auch der einer ersten mit gewesen, weil. Damals hat man auch Duden gelesen, ne? Heutzutage würde ich nennen. Ich habe auch noch Duden. Okay. Aber ich gucke mich seltener an, bestimmt schon, man macht das anders jetzt. Aber das war eine der ersten, weil es auch schwarz-weiß war, weil die Farbe war bewusst. Wo dann auch der MS Rainer entstanden ist, ne? Von dem, was da halt ist. Ne? Das erste, ist die eine der ersten Zeichnungen ist, wie gesagt, mein Lieblingsbild, das mit den Schiffen. Genau. Rainer, das ist die Figur, die damals entstand, worauf dann auch. Was auch auf deiner Homepage ist und so weiter. Ne? Ja, ich hatte es mal runtergenommen und als ich dann darum ein paar Monate wieder raufgesetzt habe, kamen viele sich endlich wieder, und weil für sie immer doch das dann wichtigste, schönste Bild ist. Und es war eigentlich wirklich eins der ersten Bilder, was ich gemacht habe. Einfach, wo es eine Spielerei. Wie wieder mit den Buchstaben eben, aber die mir selber auch am besten gefällt, weil da kein tieferer Sinn hinter ist. Und das sind einfach die schönsten Bilder, wenn da genau. Es gibt natürlich noch eine schöne Therapiebilder, ne? Also jetzt hier das Cannabis. Also das ist zugelassen. Ja, absolut. Aber ich meine, auch toll dargestellt, wie du dann schwebst über dem Rollstuhl. Ich bin das nicht, das möchte ich mal klarstellen. Ah, das bist du nicht. Ich dachte, ich hätte dich. Ich dachte, nicht im Rollstuhl, kann ich mal sagen. Ah, stimmt. Genau. Nein, aber ich habe das aus medizinischen Zwecken noch nicht benutzt. Nein. Ja, aber ich finde, es ist schön dargestellt, nicht? Also wie dann die Kraft, ne? Wie du dann hochgehst und trotzdem in der Wolke drin steckst und so weiter. Ne? Also ist, und hinten die Pflanze eben halt, die dann auch häufiger ja mal bei dir mit auftaucht. Ne? Dass wir das so häufig, also die Pflanze taucht nicht so häufig auf, das möchte ich. Ja, wenn es um Cannabis geht. Ja, aber so oft kommt mir das Thema ja nicht vor, habe ich ja noch nicht gemacht. Genau. Ja, aber es gibt auch Pflanzen, die aus dem Hinterteil kommen. Ja, ne? Von Cannabis. Also. Ja, das ist die Darmflora, ne, von dem, was da halt ist, nicht? Also das ist, ja, aber ich meine, das ist auch sehr anschaulich dargestellt. Ne? Ja, ich muss es vereinfachen für den Betrachter. Ich meine, Darmflora hat ja eine Bedeutung, nicht bloß bei dem S, denke ich. Absolut. Ne, wissen wir, das ist ganz entscheidend. Man muss es einfach darstellen und ich denke mal, so funktioniert das ganz gut. Und dann auch das Pups immer, ne? Ja, so genau hin, ja. Das freut mich, das ist schön, dass das machst. Was hat er denn da? Gießkanne und Haken. Ah, Gießkanne und Haken, okay. Ja, aber das ist natürlich, die Selbstpflege ist natürlich schwierig. Ist aber, ich muss irgendwie, wenn er seine Blumen pflegt, muss das verstanden. Muss es mit rein. Dann natürlich die Studien, ne?
Auch ein älteres Cartoon wahrscheinlich? Auch ein älteres, aber aus Zusammenhang, weil ich ja selber in der Doppelbildstudie damals war. Ach, du hast bloß bei der Doppelbildstudie mit der Peterperon war ich einer der ersten, die das dann in der Studie hatten. War ich in der Studie drin gewesen und ich habe damals kam sogar, war ich auch in dem Werbefilm von Schering drin gewesen. Und sie haben damals, als die Studie lief, haben sie dann, von Melissa International, der Regisseur kam aus London, das Filmteam aus Berlin und die haben dann bei uns gedreht und haben mich dann gefragt, was ich mir von dem Medikament verspreche und so. Und dann haben sie mich gefilmt, weil ich ja mit meiner Arbeit ein bisschen was anderes war in meiner Zeichnerei. Da hatten sie mich hier dann vor dem Schachbrett, also bei der Studienuntersuchung. Genau, genau, genau. Also richtig dann, und das lief dann wirklich, glaube ich, bei Schering damit in dem Werbefilm mit beide. Ja, man sieht auch sehr schön, also das finde ich immer diese kleinen Details, man sieht auch sehr schön, dass aufgrund der Erblindung auch der Abfall nicht richtig entleert wird. Ja, ne, von dem, für viele hält das auch verkehrt rum. Ja, das ist alles unterschiedlich. Aber das ist auch so ein Insider, weil, muss ich sagen, damals mein Verleger auch fragte, was ist eine Doppelbildstudie? Der wusste das nicht. Das, okay. Da war mir nicht bewusst. Ich meine, ich bin da drin im Medium und wenn aber außen vor bist und gar nicht mit Medizin zu tun hast, war die erste Frage, was ist eine Doppelbildstudie? Aber das ist natürlich, wenn ich einen Studenten erklären möchte, was eine Doppelbildstudie ist, ist natürlich ideal. Ne? Klar, klar, klar. Ja, weil das natürlich sehr schön zeigt, wie das da ist. Ne? Aber es sind nicht nur Doppelbildstudien, sondern es sind auch doppelschön Ja, das Bilder, sind auch, ne? Wenn wir so ein bisschen Insider-Bezug, ja. Dann, wenn ich das vor anderen Leuten zeige, so ein bisschen darauf hindeuten muss, dass das spezielle also MS-Symptome sind, unter anderem eben da. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, ne? weil ich glaube, eine der wichtigen Punkte, die wir uns ja annehmen müssen, ist zum einen, dass wir natürlich früher diagnostizieren müssen, andersherum natürlich auch Symptome von Patienten, die sehr vielgestaltig sind, wahrzunehmen. Deshalb halte ich gerade diese Sache für sehr, sehr wichtig, weil eine andere Art und Weise auf Symptome, die auftreten können, aufmerksam zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man das eben halt damit kann. Ne? Und dann nochmal die Analogie zur SMS, ne? Von dem, was da halt ist, ne? Der SMS-Daumen. Ne? Ja, das ist ein ganz altes. Ne? Was heißt ganz altes, aber auch relativ wirklich. Das ist schon. Als man noch SMS geschickt hat. Ne? Ja, ich mache das noch. Machst du das? Ich bin noch so alt eingesessen. Und dann natürlich auch, wie es jetzt ja gerade bei unserem Fatigue-Vortrag, wie du das eingeführt hast, nicht? Also für einen Fatigue-Podcast sehen wir jetzt im nächsten Bild, ne? der Klassiker, das Fatigue-Symposium. Ne? Ist auch ein älteres, aber es ist eine Sache, eins, die immer wieder genutzt wird, weil Fatigue ein Thema ist. Und wer ist diese rote Frau? Ja, die aufmerksame Zuhörerin, was weiß ich, das bin ich auch nicht selbst betroffen. Ich muss immer, einen kleinen Kontrast muss immer drin sein. Ich kann nicht immer alle, wenn ich alle gleich mache, ich habe ganz gerne immer noch so eine Sache, wie man das beim zweiten Mal sieht. Die Frau sieht man auch erst beim zweiten Mal. Weil die in der Mitte ja, sitzt und so weiter. Ne? Dann ein bisschen Kontrast. Und daneben sitzt da noch ein Polizist, ne? Oder? Nein, das ist eine blaue Uniform. Okay. Das ist eine Dame mit einem Hut. Ah, mit Barmen. So wie ich früher mal alte Damen gezeichnet habe. Das hat auch noch einen Satz, die bei mir immer gleich aussehen. Ja, und ich finde immer auch, das Tolle ist, auch jetzt bei unserem Podcast, sind eben halt die Gesichtsausdrücke. Also ich finde immer, linke Gesichtsausdruck erinnert mich immer an viele meiner Mitarbeiter, ne? Linken Personen. Das hat mir immer zugeschrieben. Ich meine, als du mir auch schriebst, dass soll ich mitbringen, gute Laune. Da weißt du genau, dass ich der Typ, der eigentlich nicht bin. Du bist im Internet so, jetzt wurdest du beschrieben als der Krampfler und so weiter, der immer schlecht Laune hat. Es war ein Interview. Da ging es um Mutmachgeschichten. Da habe ich dann auch damals gesagt, mit Mutmachgeschichten ist so eine Sache, weil ich eigentlich so mal der bin, der auch ein Recht auf schlechte Laune. Und da haben sie das gleich als Überschrift genommen, weil es ja auch stimmt. Ich bin immer eigentlich. Wir haben mich erstmal mit Dito bei mir anruft zu Hause, dann auch mal, wo man erstmal denkt, oh Gott, was ist jetzt passiert? Oder mich nicht traut, mich anzusprechen. Ist das da in dem Sinne eigentlich, weil ich ein bisschen Probleme mit dem positiven Denken. Und da mache ich das Spiel auch rein damit. Und da waren die Überschrift, und die jetzt geschrieben habe, mit dem Grantel, ist eine Bekannte von mir, die kennt mich auch persönlich und hat das deswegen extra mal drunter geschrieben. Okay. Also ist auch ein bisschen Satire. Nee, aber ich finde das wirklich die linke Frau mit dem Smiley dann, ne? Also das ist, finde ich. Ich habe so ein bisschen Probleme wirklich mit dieser Sache, mit diesem Positivdenken, so mit Vehemenz. Dass man so erzieht, ne? Dass man sagt, wir müssen auch. Ja, immer positiv. Ich meine, ich habe auch, wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht. Dann möchte ich es auch mein Ding zeigen können und muss mich vor dem anderen verstellen dann wegen. Oder was ist, dann brachte ich wieder wieder auf, dann weiß nicht, immer stört morgens im Radio, wenn der Happiness und alle freuen sich, super, toll, klasse. Das so aufgesetzt und das habe ich nicht. Nee, auch zum Beispiel so ein T-Shirt, I like MS, das ist halt, ne, also das ist. Und das völlig ist ein Statement, oder? Ja. Manchmal habe ich den Eindruck, weil viele immer so, das ist ein bisschen blöd, aber so manche sagen auch so, das stört mich auch so ein bisschen, wenn wir in Diskussionen sind und sagen, dank meiner Krankheit habe ich jetzt dich kennengelernt, habe ich jetzt andere Leute kennengelernt, so ein Forum.
Das ist dann eigentlich ein Armutszeugnis, weil ich muss krank werden muss, um Leute kennenzulernen, mit denen ich austausche. Ich glaube, das sind Dinge, die wo ich auch froh bin, dass ich Arzt bin oder auch wir als Behandler im Team, weil wir sowas nie sagen würden. Also ich würde auch nie sagen, ich mag MS. Also MS ist für mich das Schrecklichste, was es gibt. Also, die haben es ja auch nicht so direkt. Nee, aber ich verstehe schon, was du meinst. Also, ungefähr, ja, jetzt habe ich Freunde gefunden und haben eine Gemeinschaft. Das ist ja schön, aber ich möchte deswegen extra krank werden, um eine Freundin zu finden oder eine Gemeinschaft. Das muss auch anders möglich sein. Davon muss ich nicht unbedingt. Aber ich muss ja auch gestehen, selbst ich habe durch meine Kante Leute kennengelernt, die ich vorher ganz sicher nicht. Genau, du setzt mich auch nicht hier. Deswegen, ich nicht neben dir sitzen, dann muss ich auch sagen, eine schöne Podcast und so weiter. Ja, genau. Das ist nicht der Schlechteste, sagen wir es mal so. Aber wir sehen eben halt auch, dass es im Kopf rappeln kann, ne, von dem. Ist auch zum Beispiel wieder ein Böser, ne, von dem, was da ist. Das bezieht sich mit darauf, dass die Vor- und Frage mit dem Gehirnvolumen, was es abnimmt. Ja, ja. Aber das ist dann eben halt, dass Ehefrauen manchmal schon grausam sein können. Ne? Das ist halt, ne? Das ist ja schon nicht lieb. Will ich das nicht doch mal wieder angeben. Meine Frau wird das vielleicht mit und dann wird vorsichtig sein. Ja, also Frau würde nicht klippern sagen und so weiter. Und er schaut dann so toll und sie ist da schon, die sagt da schon gemein, muss ich sagen, ne? Von dem, was da ist. Ne? Dann natürlich als großer Latein-Fan gefällt mir das natürlich auch. Ne? Also der Experte mit der Enzephalomyelitis disseminata, das erinnert mich daran, als ich angefangen habe, da hat man das ja nie dem Patienten ausgesprochen. Da hat man immer irgendwelche Fremdworte hat man wirklich gemacht. Also ich habe noch nie irgendwelche anderen Begriffe genannt. Also wenn ein Patient MS hat, habe ich das auch so genannt. Ne? Aber als ich Famulatur gemacht habe, ne, das war irgendwann Ende der 90er Jahre, ne, mein erster Kontakt zur Neurologie, da war es wirklich so, da hat man Codes gesagt, und da, weil man den Patienten das nicht so direkt sagen wollte. Und das ist eben halt, da hat man dann gesagt, das ist eine Idee. Ne, weil wenn man gesagt hätte, das ist eine MS, dann hätte der Patient das gleich gemacht. Und das ist, also insofern hat mich das schon, die Zeit ist nicht vorbei. Ne? Kein Latein hatte, nennen sich das Einzige, muss ich auch den Begriff erstmal dann woher finden. Das Latein, was ich kann, ist aus dem Asterix-Heft. Das ist ein Blättern, was ich kann. Das ist ja auch gut. Gut, nächstes Bild. Auch wieder so ein bisschen diese Negativum von chronisch, ne? Und dann immer dieses Mitleid, was da eben halt kommt. Ja, das ist aber auch dann der Punkt, die Leute sagen schon chronisch und die weiß man gar nicht, was chronisch bedeutet. Also diese Albernheit ist ungefähr dann auch eine Besserung oder gerade beim MS ist ja nur der Punkt, es wird ja nicht besser und zumindest man freut sich ja, wenn es auf dem Level bleibt. In dem Sinne, wo es schleichend schlechter wird. Aber ich glaube, das ist ja das Problem, das, was wir ja auch im nächsten Bild sehen, dass eben halt viele ja gar nicht wissen, was wirklich MS bedeutet. Ne? Also, dass eben halt hier der Muskelschwund natürlich sehr brutal, also man sieht, man kann so als Huber auch aussehen, wenn man keinen Alkohol trinkt. Ne? Also man kann auch, wenn man eins auf die Mütze kriegt, kann man dann auch das eben halt haben. Ne? Aber es ist eben halt auch was ich auch verstehen kann, dass da eben halt auch wieder ein völlig falsches Bild von der Erkrankung kommt. Ne? Von ja, aber das ist auch der Punkt, wo man, glaube ich, nicht immer jeden gleich nochmal sich beschweren muss, weil viele haben gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Also, meine, wenn ich damit nichts zu tun hätte, würde ich auch nicht wissen, was denn ist, so eine andere Krankheit, wenn ich das nicht kann, ich habe Problem vor mir habe. Deswegen ein bisschen vorsichtig. Aber manche sind so wie im Menschen, man muss es doch wissen und dergleichen. Und das ist dann. Aber das ist so ein bisschen, was du auch im nächsten Bild darstellst, dass eben halt vieles eben halt nur so vom Hörensagen ist. Ne? Und dass du hast dann, ja, ich kenne da jemanden und dann. Das ist eine typische Geschichte, was mich nervt. Ich meine, wenn ich einem sage, ich habe die Krankheit, dann geht es mir darum, dass du es weißt, Bescheid weißt, ich möchte jetzt nicht von dir hören. Du hast dann Verwandtschaft auch einen, du kennst auch einen. Es geht einfach, ich habe mich bloß informiert, ich habe die Krankheit, okay. Ich verlange jetzt nicht von dir, dass du mir jetzt sagst, oh, ich kenne aber einen auch oder ich habe auch eine Verwandtschaft. Ist ja gut und schön, das ist ein Mitleiden, was ich gar nicht hören will, ich will einfach bloß. Also so passiert das oft. Also ich kenne es aus eigener Erfahrung, ich kenne es auch von anderen, die es mir erzählen oder in so einem Gespräch immer, das möchte ich gar nicht hören. Also ich habe es ja euch gesagt, ich wollte euch informieren, ich will jetzt nicht irgendwie von euch eine Geschichte da hören. Aber oft kommt das dann immer so rüber, ja, das ist dann. Ja, dann nächstes Bild zeigt so ein bisschen die, was alles vor Nebenwirkungen passieren kann. Wie gesagt, war in der Studie drin. Also das ist ein Selbstbildnis? Oder? Nein, ja, gut, ich hatte schwarze Haare nicht, aber von Art und Weise war es wenig. Ich weiß, damals. Es war ja 94, 95. Da bekam ich von der Uniklinik eine riesengroße Kühltasche, musste es der Apotheke geben, weil damals musste bei der Wohnung noch gekühlt werden. Dann musste es ein Pool mit dem Trockenpulver, mit der Flüssigkeit, also der Lösung, dann selber aufziehen, dann musste die Kanüle wechseln. Heute kriegt man Injektomat. Alles musste damals musste damals auch alles per Hand machen. Und ich selber da Spritzen eigentlich nicht sehen kann, musste mich dann selber spritzen. Oder war gut, hat mich dann gespritzt, aber hauptsächlich habe ich bei mir wirklich im Bauch.
Und da ich ja nicht so viel Fett habe, sah es bei mir dann irgendwann so aus. Und habe dann auch nach 15 Jahren habe ich dann ja auch Schluss gemacht. Weil wirklich aber du hast dich nicht in die Nase gespritzt? Ich abrutschte, nein, habe ich nicht gemacht. Aber es war eben, man muss sich ein bisschen überspritzen. Gut, dann hast du natürlich auch das MRT hier herausgesucht. Hier natürlich, ne? Also leider ist unser Herr Kitzler jetzt im Amazonas, kreucht ja rum, unser Radiologe. Ne? Aber das ist schon. Da muss ich auch sagen, das ist auch eine eigene Erfahrung. Ich bin ja öfter zu Studienzwecken, auch in Magdeburg in der Röhre. Und dann bei einer Studie kam ich dann dem Physiker, der im MRT saß, konnte ich über die Schulter gucken, als er da ausfüllte. Und da schrieb er dann, Crash-Test, da kommt Schlipper rein. Nee, bei Behandeln. Und ich habe das gelesen, dass der Crash-Test reingeschrieben hat. Also, wo ich dachte, oder kann der Setter so, dann ist der Bus für die Schule, ist der Bus, aber den Schulen hat er auf einmal da reingeschrieben, hat der Dummy, nicht Crash-Test, der Dummy reingeschrieben. Entschuldigung. Und ich habe das natürlich ausgehört, weiter mit der Zeichnung Crash-Test-Dummy. Also, er hat wirklich mit reingeschrieben, nicht den Namen des Patienten, sondern wirklich den Studienzweck aber anonymisiert. Dummy. Da habe ich dann. Ich gucke und er, ja, das ist der Bus mit dem Zweck und das ist dabei dann entstanden. Das ist der Dummy, ja. Ja, das nächste Bild war sehr spannend, weil das ist echt so, du hast ja heute, alle haben heute unseren Vorstand erlebt. Ne? Wir haben also das Konzept des MS-Zentrums haben wir vorgestellt und wir hatten dann einen Controller, der die Zahlen berechnet hat und die ganze Zeit hat er immer Herr Ziemsen mit seinem SM-Zentrum. Und dann Herr Albrecht, der Wien-Schelm, ist dann da und lächelt. Ne? Und deshalb musste ich so lachen, als ich das sehe, Herr Ziemsen mit seinem SM-Zentrum, das geht, das wächst ja und so weiter. Ne? Und insofern muss ich bei dem Bild, weil wir hier wirklich in versammelter Mannschaft von der Uniklinikleitung saßen, ne? Und dann wurde Herr Ziemsen mit seinem SM-Zentrum beschrieben. Okay. Ja, ich habe ja auch diese Zeichnung, dass wenn ich immer Kontrolllesung mache, bringe ich das ja Beispiel mit an, habe ich ja wirklich eine Mail bekommen auch von einer Dame mit einem Absender, sklavenzentrale.com. Sklavenzentrale.com. Das war eine, die war Mitglied in seiner SM-Community und da gab es eine MS-Gruppe. In der MS-Gruppe, die SM macht. Und die fragten an, ob sie diese Zeichnung als Einstiegsbild für ihre Gruppe dann machen können. Also, weil die Realität dann wirklich noch hat, also sehr etwas für dich, wenn ihr ein SM-Zentrum aufbauen willst, ich meine, so ob es das Bild keiner dafür nutzen. Aber das war wirklich eine Anfrage, die ich bekam, die Mail aufgehoben. Und da war die Absender war sklavenzentrale.com und das war wirklich so eine SM-Community im Internet. Und die hatten eine Rubrik mit MS-Lern und fragten dann die Zeichnung. Und da war ich natürlich immer schön wach. Also, aber andererseits eine Bestätigung dessen, dass das doch sehr realitätsnah ist, was ich da zeichne. Absolut, absolut. Und wenn ich da deine Geschichte höre, dann würde ich mir das überlegen, doch dann vielleicht doch einzurichten. Dass er aber zumindest dann darauf aufmerksam zu machen. Ne? Ja. Kunden, wie es scheint. Ja, absolut. Ja, wir haben dann nochmal, die nächste will ich gerne noch zeigen, weil ich meine, das ist ja ein wichtiges Thema auch, Social Media und das, nicht? Also es ist ja so, ich meine, wir sind sehr froh, dass auch Phil Huber auf Social Media ist und man eben halt auch regelmäßig die Cartoons bewundern kann. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Segen und Fluch, ne? Oder für MS-Patienten. Das ist halt das, was du auch so ein bisschen damit sagen möchtest. Ne? Ja, oder? In dem Sinne, dass mir ist ein bisschen zu viel rumgetreibe auf dem Social Media und ja, jeder seine Meinung abgibt und ich nutze es ja wirklich hauptsächlich, um meine Zeichnungen zu präsentieren und Rückmeldung dazu zu bekommen oder wenn ich irgendwelche Einschaltung habe, um darauf hinzuweisen. Ansonsten halte ich mich da mehr oder weniger raus. Ich bin auch keiner, der auf Kommentare, die ich in meinen Bildern mache, da drauf eingehe, weil das genügend andere für mich machen, unter anderem du auch. Ja. Dass du auch sage, okay, was will ich mehr, wenn er sogar darauf reagiert. Ich halte mich da ein bisschen raus. Also da ist mir ein bisschen zu viel dann auch. Und ja, also das heißt, das Cartoonist ist praktisch die Arbeit, wenn man ein Cartoon hat, ist die Arbeit abgeschlossen und man möchte dann nicht noch also eine Interpretation des Cartoons. Für mich bin ich zu der da so gerne auch nicht so schnell und gewandt überhaupt darauf zu antworten an Gelegenheit. Ich hatte mal so mit einem Behindertenbeauftragten aus Bayern, der sich beschwerte, dass meine keine Audiodeskription haben, also Blinde, keine Erklärung. Wo ich mit der lange diskutiert habe, da ist es für mich ein bisschen aufwendig, das noch zu machen und dann ist es ja bei meinen Pressezeichnungen mache ich es ja nicht unbedingt bloß für Behinderte, sondern für andere auch. Und da wird der Aufwand groß. Und er sagte, das unterstellt mir aber, dass ich letztendlich die Blinden ausgrenze. Das war mir ein bisschen zu hart. Man hätte ja einfach bloß über Facebook mit mir kommuniziert. Anstatt mal bei mir anzurufen und war ein persönliches Gespräch, hat er nicht gemacht. Und er ging wirklich darauf ein und diffamierte mich mehr oder weniger auf Facebook. So ungefähr, ich grenze Blinden aus. Und dann auch gesagt,
aus meiner Freundin ist auch rausgeschmissen. Als jemand in Bayern war, bekam ich dann mit, dass er auch da selbst beim Landesbehindertenbeauftragten bekannt war für seine Querschüsse, die er geleistet. Er hat ja nicht ganz Unrecht, aber auf der anderen Seite muss er sehen, vom Aufwand her und auch Diskussion heißt ja auch, ich weiß jetzt da hier nicht unbedingt, welche, wie muss ich das Bild erklären, was ist für den Blinden wichtig als erstes? Und ich weiß nicht, ich beim Blinden viele Fans habe, die ehemalige Behindertenbeauftragte, die VDK-Vorsitzende, für jene Wendele, ist ein großer Fan meiner Zeichnung, die hat mich auch mal eingeladen für den Sportler, die Sportlerin. Die Blinde, die auch dann, als ich Bundesbehindertenbeauftragte war, mich eingeladen zum Vortrag und dergleichen. Und da war auch dann mit Audiodiskussion. Das ist schon relativ aufwendig. Und falls du noch weißt, die Buchpräsentation im vergangenen Jahr, da hat die welche angeboten, das zu machen für uns. Und die haben es am Ende der Sendung dann, am Ende unserer Aufzeichnung, dann die Bilder nochmal erklärt, die ich gezeigt habe. Ist es in dem Sinne, ja, da möchte ich die Diskussion. Habe ich nicht die Ruhe dafür, mich da wirklich über ganzen Social Media mich da dran zu halten? Ich meine, das ist auch das Wenige. Ich meine, auf der anderen Seite, wir sind natürlich hier auch unterwegs und wir nutzen die Möglichkeiten, dass wir eben halt heute vernetzt sind und dass wir eben halt auch heute live eben halt viele Patienten und erwischen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ist natürlich auch immer wichtig, dass wir uns persönlich sehen und ist schon reine Podcast oder Social Media würde mich auch nicht. Es ist aber schon ein Reporter, auch gerade in der hohen besparenden Corona-Zeit war es wichtig gewesen, diesen Kontakt zu haben. Und das ist natürlich, ich werde nicht in Abrede stellen, ich bin wohl nicht der, der auf allen Kanälen unterwegs ist. Also das ist nicht mehr mein Ding. Man hat auch andere Dinge zu tun. Ja, aber andere können es ja. Also so gesehen ist es vielleicht auch eine Sache. Ja, also ich kann auch nochmal sagen, also wenn nochmal Fragen dabei sind, die. Ich meine, ansonsten ist es natürlich auch heute, ansonsten ist es natürlich auch so. Ja, Phil, ganz, ganz vielen Dank, dass wir das mit drin haben. Auch vielen Dank. Ich meine, jeden Monat ist ja auch immer das Interesse daran, welcher Cartoon gibt es wieder im neuen Jahr. Ich meine, wir haben inzwischen eine kleine Gruppe, ne, die Bilder dann vorbekommt, auch die hier sind, ne, die Anne Dillensee oder Markus Dominik, wo wir dann schon die Ersten sind, die das dann gleich erleben. Ne, und danken dir sehr, weil das schon sehr prägend ist und weil das natürlich schon auch das Thema sehr gut vorgibt, ne, von dem, was da halt ist. Also deshalb ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst. Können wir jetzt nochmal ein bisschen nutzen, dass wir eben halt nochmal aufmerksam machen. Also generell sind die Podcasts ja auch heute das immer auf YouTube eben halt erhältlich. Also wenn man das einfach scannt oder da ist ganz praktisch. Dann kann man sich das nochmal anschauen. Auch die letzten Podcasts der Jahre sind damit eben halt dargestellt. Generell ist, glaube ich, das wichtig, was viele ja schon getan haben, auch um Neuigkeiten, auch was jetzt, wir erwarten ja schon, dass wir nochmal ein Update haben zu Corona-Impfungen, dass wir das eben halt haben. Deshalb ist es wichtig, unseren Newsletter zu abonnieren. Das kann man über unsere Homepage tun, wo man dann einmal seine E-Mail-Adresse eingibt und die dann bestätigt und dann gehört man eben halt dazu und wir spammen nicht. Also wir versuchen eben halt immer für die Podcasts einzuladen und wenn wichtige Informationen sind, das zu machen, das ist ja auch wichtig, dass man das nicht überstrapaziert. Auch auf Facebook, da sind wir halt dort, machen auf die Veranstaltungen aufmerksam, aber bitte eben halt keine krankenrelevanten Informationen dort eben halt darstellen. Dann danken wir ganz herzlich für die Sponsoren, die das eben halt heute ermöglicht haben, dass wir das stattfinden lassen können. Vielen Dank dafür. Und ja, hier nochmal die Darstellung auch von dir, Phil, zum 10-jährigen Jubiläum, was du gemalt hattest, ne? Mit dem Blumenstrauß im Rollstuhl. Und jetzt eben halt dieses Jahr eben halt unser, ja, jetzt mit Ehrenkranz. Ne? Vielen Dank dafür. Ja, gerade jetzt in letzter Woche entstanden. Ne? Also der größte Vorgang gemacht. Ja, aber sehr schön. Wir werden dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum feiern. Deshalb, wir sagen noch nicht genau, was wir vorhaben, aber wir haben noch was Spezielles vor, weil Ende des Jahres ist es dann soweit. Und da nur schon, um schon mal ein bisschen aufmerksam zu machen, also Sherlock MS und der Podcast Ne Neurologe freuen sich schon sehr darauf. Ansonsten eben halt nochmal Hinweis, unsere Unterstützung, nicht? Also wer gerne unsere wissenschaftliche Arbeit unterstützen will, wir haben über die Stiftung Hochschulmedizin bei uns die Möglichkeit, da eben halt zu unterstützen, die uns auch bei vielen Dingen ermöglicht hat, bestimmte Dinge umzusetzen. Ja, und last but not least eben halt nochmal die
Hinweise auf unsere Studien, die wir durchführen, die App, die wir halt haben, Connectome-App, da wäre schön, wenn Sie teilnehmen oder eben halt hier nochmal die Hinweise, wie Sie Frau Riedel erwischen können. Wie gesagt, auch schön, der Aufgezeichnete mit seinen Biomarkern. Das ist schön. Ja. Ja, es ist ja ein bisschen überspitzt, nicht? Und dann das nächste Bild, die Sprachanalyse, die wir eben halt dort haben. Ja, und last but not least, wir freuen uns nächsten Monat wieder, erster Dienstag im Monat, wo wir dann wieder alle hoffentlich aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, wo wir dann eben halt ein ganz spezielles Thema haben. Ne? Also Sie sehen die Metamorphose, Phil, des Podcasts der Neurologen, also mit den Eckzähnen, nicht? Da geht es eben halt um ein ganz wichtiges Thema. Ne? Also was sind Biomarker? Und wie kann ich eben halt Biomarker wirklich als Patient dazu nutzen, dass ich das habe? Und wir haben hier die Zaubermaschine, die Dr. Dracula eben halt verwendet, ne? Die uns das eben halt sagt. Ne? Und da freuen wir uns eben halt, dass zusammen mit der Katja Akün wir werden, wie gesagt, auch Sherlock MS dabei haben, der uns eben halt dann auch ein bisschen Einblick geben wird in die Welt der Biomarker. Also deshalb wünschen wir Ihnen einen ganz schönen August. Vielen, vielen Dank an Phil, dass du da warst. Ne? Also wir werden jetzt nochmal Dresden rocken. Ne? Ne? Also vielen Dank, dass du da warst und ganz, ganz vielen Dank an Sie. Ich denke mal, im September wird es dann auch nochmal ein Update geben, was zu Covid, was wir dann im September dabei haben werden. Und ja, wünsche Ihnen einen schönen August. Hoffen wir mal, dass das alles nicht so pessimistisch eintritt, wie das unser Cartoonist sieht. Ich bin ja bekennender Optimist. Vielen Dank an Markus und Anja für die Unterstützung. Ja, und wünsche eben heute noch einen schönen Abend.